Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für die Sternzeichen für den Monat März. Meine Lieben, lasst mich einmal ganz kurz erklären, wie diese Legung jetzt abläuft. Ich werde erst einmal eine allgemeine Legung machen für den kompletten Monat März. Ja, das ist für alle gültig, die zuschauen, und anschließend werde ich dann für jedes Sternzeichen nochmal ins Detail gehen, was die Bereiche Beruf angeht, Liebe angeht und allgemein. Da werde ich nochmal detaillierte Informationen zu geben. Ich empfehle dir, das Ganze so zu machen, erst einmal die allgemeine Legung zu schauen und dann kannst du mal unter dem Video schauen. Da sind Zeitabschnitte und da kannst du auf dein jeweiliges Sternzeichen dann draufklicken und du wirst automatisch dahin weitergeleitet. Ich empfehle dir auch zusätzlich zu deinem Sternzeichen, also dein Sonnenzeichen, auch dein Mondzeichen und dein Aszendenten zu schauen, um eben das Ganze so detailliert wie möglich zu bekommen. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit der allgemeinen Legung und schaue, was uns alle so im März erwartet. März 2024, was haben wir hier? Du bist gut genug. Ich glaube, dass es hier für viele darum gehen wird, den eigenen Wert zu erkennen, dass es darum gehen wird, auch irgendwie in einer Form gesünder zu leben auf allen Lebenslagen, das heißt für dich persönlich, emotional, seelisch, aber auch körperlich. Also das heißt, du wirst dich viel mehr mit Themen auseinandersetzen, die vielleicht mit Gesundheit zu tun haben. Gesunde Ernährung, Sport, Bewegung, gesunde Rituale, die du einbaust in deinen Alltag. Ne? Sowas wie zum Beispiel Meditation, Entspannung, vielleicht, dass du regelmäßig Bäder nimmst oder dass du in die Sauna gehst, dass du regelmäßig Spaziergänge unternimmst oder einfach ein bisschen journalst, ja, also deine Gedanken aufschreibst. Wie auch immer das aussieht oder meditierst, wie auch immer. Also ich habe das Gefühl, es geht vieles darum, den Alltag besser zu strukturieren, eine gesunde Work-Life-Balance herzustellen, also mehr Ausgewogenheit in den Alltag mit reinzubringen. Das wird eine Sache sein, die sehr, sehr wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass der letzte Vollmond, das bekomme ich gerade für wenige rein, eine Rolle spielt, der war allerdings Ende Februar. Aber vielleicht gab es da irgendwelche bestimmten Erkenntnisse, weil da hatten wir nämlich den Vollmond in der Jungfrau, die irgendwie wichtig für dich sind jetzt im März. Ja, vielleicht ist da irgendetwas geschehen rund um diese Zeit, was dich jetzt eben noch begleitet in diesem Monat. Also ich glaube, es geht darum, ein bisschen mehr Struktur und gesunde Alltagsrituale reinzubekommen. Also definitiv, es soll darum gehen, dass etwas strukturierter oder gesünder ist. Ja, ich glaube, es geht auch viel um den Alltag, also was du auch im Alltag machst. Ich meine, der Alltag, das klingt so langweilig, aber er ist so wichtig, weil, so wie der Name das schon sagt, von diesem Wort, das ist das, was uns alltäglich begegnet, das, was jeden Tag da ist. Deswegen ist es wichtig, dass du bestimmte Rituale oder vielleicht auch so, sage ich mal, Auszeiten nimmst. Man sagt ja auch Auszeit vom Alltag. Aber eigentlich sollten wir uns den Alltag so gestalten, durch gesunde Rituale, dass wir uns gar keine Auszeit nehmen müssen, sondern dann wird die Auszeit zum Alltag. Ja, wie zum Beispiel täglich meditieren oder regelmäßig was Gesundes kochen, ja, also wo man auch wirklich dann gesunde, frische Lebensmittel benutzt zum Beispiel. Also es ist egal, was das ist, das soll dir auch keinen Druck machen, ne? Weil da muss man auch gucken, was passt so in deinen persönlichen Alltag rein, was kannst du dir da vielleicht freischaufeln, wo kannst du sagen, okay, da kann ich wirklich was machen, und wenn es nur 5 Minuten sind. Ja, 5 Minuten mal still sitzen und einfach mal nach draußen schauen, und überhaupt über sonst nichts nachzudenken und einfach nur im Hier und Jetzt zu sein, das kann schon eine sehr, sehr große Wirkung haben. Aber ich habe das Gefühl, es geht darum, dass du dir eine gesunde Lebensweise erschaffst und dass du auch für dich erkennst, dass du gut genug bist, also dass du das auch verdient hast, dass du es dir leichter machst, dass du dein Leben verbesserst, dass du es dir angenehmer machst, dass du gesund und glücklich und zufrieden lebst, ja? So, schauen wir weiter.
Wir haben hier das Flüstern, wir haben Geheimnisse und wir haben etwas, was anvertraut wird. Es könnte sehr gut sein, dass dir in diesem Monat jemand etwas anvertrauen wird oder dass dir ein Geheimnis zu Ohr kommt. Jemand könnte dir etwas Wichtiges anvertrauen oder du vertraust jemandem etwas Wichtiges an. Das ist etwas, was ich hier bei dir wahrnehme, ne? Also, dass du da in einer Form irgendwie dir etwas zu Ohren kommt, ja, etwas Geheimnisvolles. Vielleicht geht es auch um geheimes Wissen, das könnte auch was sein. Du könntest dich vielleicht diesen Monat stark mit Themen auseinandersetzen, die irgendwie geheimnisvoll sind oder mysteriös sind. Vielleicht guckst du eine Serie, ja, eine Mystery-Serie, oder du liest Bücher, die so in dieses Genre gehen. Es kann aber auch sein, dass du dich mit geheimem Wissen beschäftigst, ja, wie zum Beispiel über irgendwelche geheimen Lehren oder Geheimnisse dieser Welt, Mysterien dieser Welt, irgendwelche Rätsel, ja, also alles, was so ein bisschen verborgener ist. Das könnte etwas sein, womit du dich in diesem Monat auseinandersetzt. Oder dass du irgendwie was Geheimes entdeckst, ein geheimer Ort, vielleicht auch ein Geheimnis, was in dir ist. Schauen wir mal in das Tarot, was wir hier so reinbekommen. So, wir haben die Mäßigkeit, das passt schon mal super gut zum Vollmond in der Jungfrau. Wir haben die 7 der Schwerter, wir haben den Teufel, wir haben das Ass der Stäbe. Ich hätte gerne noch 2 Karten und dann übersetze ich mal für euch. Wir haben die 4 der Stäbe, wow, das sieht gut aus. Und den Wagen, wow, okay, das ist hier Hammer. Das sieht richtig gut aus. Also meine Lieben, das sind 2 verschiedene Situationen, das spüre ich sofort. Dass das hier 2 ganz unterschiedliche Situationen sind, aber die werde ich euch jetzt mal beide übersetzen. Also erst einmal die Situation, die ich hier oben sehe, mit der Mäßigkeit, den 7 der Schwertern und dem Teufel. Für dich wird es darum gehen, von irgendetwas Negativem abzulassen. Das könnte dich auch echt belasten. Das könnte etwas sein, wo du das Gefühl hast, nicht frei zu sein. Nicht so zu machen, wie du willst oder wie du möchtest. Das kann auch jemand sein, der echt einen schlechten Einfluss auf dich hat. Also eine Person, die dir das Leben schwer macht. Eine Person, die dich wirklich belastet mit ihrem Verhalten, das, was sie sagt oder das, was sie tut. Das kann aber auch etwas mit dir zu tun haben. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du hier irgendein negatives Verhalten an den Tag legst oder irgendwelche schädlichen Angewohnheiten hast. Das kann sein, dass du wirklich zu viel arbeitest. Es kann sein, dass du dich zu stark von der Reaktion anderer Menschen abhängig machst. Es kann sein, dass du dich schlecht ernährst. Es könnte sein, dass du deinen Tag füllst mit Dingen, die deine Energie wirklich auf das unterste Niveau runterbringen. Zum Beispiel guckst du dir vielleicht Sachen an, die deine Schwingung total runterbringen. Irgendwelche Filme, die echt von, es gibt so einen Schrott, wirklich, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es gibt so einen Schrott, der gezeigt wird. Und wir ziehen uns das rein und wir fühlen uns danach schlecht. Ja, das kann egal was sein. Ja, für den einen ist das vielleicht super spannend und für den anderen, der fühlt sich dann einfach scheiße. Hör auf, dir das anzugucken. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie was ist, was vielleicht in so eine Richtung gehen könnte. Oder dass du an irgendwelchen Dingen festhältst, die wirklich negativ für dich sind, die schädlich sind. Vielleicht bestimmte Gedankenmuster, die du jedes Mal wie so ein Film abspielst, wo du jedes Mal in so einen Teufelskreis reinkommst. Also hier glaube ich, hier gibt es irgendetwas, was dein Leben schwer macht, was dein Leben negativ macht und das ist echt nicht schön. Du wirst es für dich wissen, was es ist. Wenn du willst, kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben, was es ist. Ne, vielleicht auch als Motivation, das zu ändern. Und hier haben wir die 7 der Schwerter. Hier steht Unstable Effort. Also, dass du
irgendwas ist nicht stabil, irgendetwas ist nicht richtig so, das passt nicht. Es könnte sein, dass du tatsächlich dich davor drückst, dich damit auseinanderzusetzen, mit diesem Teufelthema, mit diesem negativen Einfluss, dass du da nicht wirklich Grenzen ziehst oder dass du irgendwelche faulen Ausreden immer wieder findest. Ja, warum man jetzt vielleicht dann doch dazu neigt oder warum man das dann doch jetzt macht. Ja, da sehe ich so ein bisschen, dass du dich nicht wirklich damit auseinandersetzt, aber das solltest du wirklich. Also da fühle ich es ganz stark. Du solltest dich damit auseinandersetzen, weil das dein Leben langfristig gesehen echt nur noch schwerer und komplizierter macht. Ja, also setz dich mal damit auseinander. Und das wirst du tatsächlich auch diesen Monat tun, weil das ist die gute Nachricht. Wir haben hier die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit spricht von Heilung. Also hier kommt etwas wieder ins Lot. Irgendetwas wird angenehm, harmonisch. Es wird geheilt. Man findet eine Lösung für das Ganze. Ja, also das ist genau das, was du haben willst. Du willst diese Karte, du willst nicht diese Karte. Aber dafür musst du dich damit auseinandersetzen, weil die 7 der Schwerter, das ist so faule Ausrede. Dann fängst du wieder damit an, dann kommst du wieder in dieses Muster rein. Und du drehst dich so ein bisschen im Kreise. Ja, das ist aber nicht das, was der Sinn der Sache ist. Du bist gut genug. Also es könnte sehr gut sein, dass vielleicht dahinter irgendwelche Mangelthemen stecken. Ja, dass du denkst, ach, ich bin eh nicht gut genug, um das zu ändern. Vielleicht glaubst du unterbewusst, du hast es verdient, dass es so blöd läuft in einer bestimmten Angelegenheit oder Sache. Aber ich kann dir sagen, hey, jetzt endlich für dich Heilung, ja, also es verbessert sich auch etwas. Du setzt dich auch damit auseinander. Das heißt, du siehst auch, wo du hier deine faulen Ausreden hast und wo du hier irgendwelche faule Kompromisse machst. Ja, das ist irgendwie nicht mehr unterstützend, sondern es ist schädlich. Und das wirst du auch für dich erkennen. Also wunderbar, hier sehe ich für dich Heilung, top, sieht gut aus. Setz dich damit mal auseinander. Was sehe ich jetzt hier unten für eine Situation? Das ist eine andere Situation, die ist völlig anders. Und hier kann ich dir sagen, wow, hier geht's richtig nach vorne. Du wirst echt eine hammergute Chance bekommen. Und hier sehe ich alles Mögliche. Das kann ein Umzug sein. Das kann eine richtig geile Reise sein. Das kann ein Jobangebot sein. Ja, also hier sehe ich richtig oder sogar ein Umzug. Habe ich das vorhin schon gesagt? Wenn, dann habe ich mich wiederholt, aber das kriege ich auch rein. Das ist eine Chance auf was Großes. Dadurch, dass es das Ass der Stäbe hier ist, wird das recht schnell kommen. Das heißt, du wirst nicht viel Zeit haben, um dich damit auseinanderzusetzen. Das ist dann da und dann nimmst du das auch. Das bedeutet vielleicht, wenn es eine Reise ist, dann geht es hier ganz schnell auf die Reise. Oder wenn es ein Umzug ist, dann wird hier schnell umgezogen. Wenn es ein Jobangebot ist, dann ist der Wechsel ganz schnell. Also das ist hier nicht etwas, worauf du noch monatelang ein halbes Jahr oder ein Jahr warten musst. Ja? Sondern hier kommt die Chance und dann friss oder stirb. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber so ungefähr. Ne? Also so take it or leave it, ja, also nimm es oder eben nicht, ja, dann hast du Pech gehabt. Und das weißt du dann aber auch. Da sehe ich auch, du verpasst diese Chance auch nicht. Also die kommt auch, das ist eine Chance, die ist für dich bestimmt und du wirst erkennen, hey, jetzt ist keine Zeit zum Zögern, jetzt ist keine Zeit für Unsicherheit oder noch hier tausendmal drüber nachdenken. Ja, also alle, die irgendwie so zum Beispiel Aspekte in der Jungfrau haben, ich kenne das, ich habe Aszendent Jungfrau, ja, da ist man immer so, nicht nur Jungfrauen, also auch die Erdzeichen sind so, man denkt viel darüber nach, ja, man will keinen Fehler machen, man will sich alles sehr gut überlegen, aber hier ist Feuerenergie und Feuer sagt schnell, ja, weil wenn es brennt, dann brennt es, ja, dann musst du schnell reagieren. Da kannst du nicht noch überlegen und lange dir einen Plan aushecken oder sonst was, sondern hier geht es wirklich darum, ganz klar zu sagen, hey, das ist jetzt da und ich kenne das aus der Vergangenheit. Wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke, dann ist es weg.
Ja, oder wenn ich jetzt noch irgendwie einen Plan da machen will, dann ist das hinfort. Also vielleicht bekommst du echt ein super Angebot, was eine Reise betrifft und dann heißt es zuschlagen, ja, vielleicht ist der Preis richtig gut oder ein Jobangebot, ne? Und dann denkst du, ja, jetzt sofort machen, nicht noch lange hin und her überlegen oder durchrechnen, sondern du willst das. Also da ist auch ein Wille dahinter oder ein Wohnungsangebot und dann nimmst du das, weil das ist jetzt genau das, was du willst und was du brauchst. Das sieht richtig gut aus. Mit den vier der Stäben habe ich das Gefühl, du kommst irgendwo an. Also das, was du da bekommst, das ist, hat mit einem Ankommen zu tun. Ja, du hast das Gefühl, du kommst an ein Ziel, du bist da zu Hause, du fühlst dich wohl. Das ist genau da, wo du hin möchtest. Also es könnte auch hier um Verbindungen gehen. Ich bekomme gerade rein die Bindungen zu anderen Menschen, Verbindungen zu anderen Menschen. Vielleicht ist das etwas, was dir hilft, dahin zu kommen. Mit dem Wagen kommst du auch wirklich vorwärts. Also hier ist auch Erfolg zu sehen. Hier ist auch etwas zu sehen, wo du wirklich auch nach vorne kommen kannst. Ja, also das Ganze bewegt sich. Hier kommt Bewegung rein. Und es ist etwas Positives. Ja, du kommst irgendwo an, das kann ich gar nicht anders sagen. Das kann, also wirklich, es sind genau diese Themen, die ich reinbekomme. Genau diese Themen. Es geht entweder um eine Reise oder ein Jobangebot oder es geht um eine Wohnung. Das sind die Themen. Das passt hier wie Arsch auf Eimer einfach, ja. Deswegen glaube ich ganz stark, dass hier einige damit zu tun haben. Es kann aber auch ein Ort sein, wo du ankommst. Ja, das muss nicht hier die riesige Reise sein, sondern es kann ein Ort sein, wo du ankommst und da fährst du dann hin. Ja, vielleicht nimmst du dein Auto, du fährst dahin. Das ist vielleicht ein bestimmtes Gebäude oder das ist eine bestimmte Stadt, ein bestimmter Ort. Und das ist vielleicht sehr aufregend oder sehr spannend. Vielleicht erwartet dich da irgendwas Spannendes oder Aufregendes, weil das eben auch etwas ist, was das Ass der Stäbe bringt. Das bringt Aufregung und das bringt Spannung. Das ist irgendwie etwas, wo du dich auch wirklich weiterentwickelst. So, meine Lieben, das ist jetzt der erste Teil. Ich werde jetzt weitermachen mit den nächsten Sternzeichen. Die Abschnitte findest du, wie gesagt, unter dem Video. Schau dir dazu dein Sonnenzeichen, also dein Sternzeichen an, dein Mondzeichen und dein Aszendenten. Wenn du die Sachen nicht weißt, kannst du dich im Internet informieren. Ansonsten bei deiner Astrologin des Vertrauens mal nachfragen, ja. Das mache ich nämlich auch, Astrologie. Und ansonsten, ja, schau einfach bei deinem Sternzeichen vorbei. So, hallo lieber Widder. Wir wollen jetzt mal für dich in ein paar Details reinschauen, was wir dir hier mitteilen können bezüglich des Monats März. Was haben wir denn hier? Ich würde erst einmal mit dem Beruflichen anfangen. Nee, erstmal allgemein. Genau, wir machen erstmal allgemein. Was können wir hier für dich persönlich allgemein sagen? Was können wir hier sagen? Wir haben das vierte Haus. Also hier wird es stark um das Zuhause gehen für dich. Es wird um dein Zuhause an sich gehen. Das bedeutet vielleicht deine vier Wände. Vielleicht hast du vor, umzuziehen. Ne? Das passt ja zu der Legung, die wir eben hatten. Oder du hast vor, etwas zu renovieren. Vielleicht auch etwas in deinem Zuhause zu machen. Vielleicht machst du Frühjahrsputz oder du willst irgendwie frischen Wind reinbringen, holst dir neue Möbel oder einen neuen Anstrich, was auch immer das ist. Also hier sehe ich so ein bisschen, dass die Themen des Zuhauses wichtig sind. Auf der anderen Seite kann das auch mit der Familie zu tun haben. Also es könnte gut sein, dass du stark mit deiner Familie zu tun hast. Vielleicht unternimmst du sehr viel mit deiner Familie in diesem Monat oder du bist mit bestimmten Familienmitgliedern verbunden, ja, deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, deine Kinder, dein Mann, deine Frau, was auch immer. Also hier sehe ich, oder Großeltern, ja, also irgendjemand aus der Familie, das, was du als Familie bezeichnest, vielleicht spielen da bestimmte Familienmitglieder eine große Rolle, ja, eine spezielle Rolle vielleicht sogar. Vielleicht hat auch jemand Geburtstag aus der Familie in diesem Monat. Es könnte aber auch gut sein, dass du einfach generell
dass die Familie in irgendeiner Form im Fokus steht. Ja, das Familienleben, das Zusammensein, dass das hier sehr, sehr wichtig ist. Ja, oder das Gefühl, zu Hause zu sein, deine Seele. Ich bekomme gerade auch rein, achte auf deinen Schlaf. Also das könnte etwas sein, was dich in diesem Monat beschäftigen wird. Deine Träume vielleicht, wie du schläfst. Da könntest du was verbessern in deiner Schlafqualität. Und da so ein bisschen darauf achten. Da glaube ich, da wirst du dich vielleicht mit beschäftigen. Vielleicht bekommst du zu wenig Schlaf oder irgendetwas ist in deinem Schlafrhythmus ein bisschen auseinandergedriftet, achte da so ein bisschen drauf. Ne? Also dein Schlaf bekomme ich gerade auch rein. Es könnte aber auch gut sein, dass du dich mit deiner Seele beschäftigst, also seelische Themen, dass da was geheilt wird, dass du dich damit auseinandersetzt. Vielleicht machst du eine Therapie, dass man da vielleicht auch Familienaufstellung macht oder die Familienthemen nochmal aufarbeitet. Ne? Das könnte ja auch für einige der Fall sein. So, dann schauen wir mal ins Berufliche. Beruflich gesehen, was haben wir da für dich? Wir haben das dritte Haus, Kommunikation. Hier kommt was rein beruflich, was Kommunikation angeht. Es könnte sehr gut sein, dass du viel mit E-Mails zu tun haben wirst, also dass du vielleicht viel auch mit Kundenverkehr zu tun hast, viele E-Mails schreibst, Briefe reinkommen, vielleicht ein wichtiges Gespräch mit deinem Chef oder mit einem potenziellen Kunden. Also sehr viel wird über die Kommunikation bewegt. Wenn das alles gar nicht der Fall ist, dann sehe ich für dich, dass vielleicht Gespräche in Bezug auf die Arbeit sehr wichtig sind. Zum Beispiel bestimmte Mitarbeiter, Kollegen, bestimmte Personen, mit denen du beruflich zu tun hast. Vielleicht ist es ein besonders kommunikativer Monat. Vielleicht sind die Gespräche sehr interessant. Oder es wird sehr viel über die Gespräche mitgeteilt. Ja, jemand teilt dir etwas mit. Jemand sucht das Gespräch mit dir. Also Kommunikation ist hier der Schlüssel im beruflichen Kontext. Im März. Ja, also über Kommunikation wirst du auch weiterkommen, du wirst viel bewegen. Ich sehe auch, wie du ein Gespräch mit deinem Chef oder deiner Chefin führst oder mit jemandem, der irgendwie wichtig ist. Ja, vielleicht auch ein Steuerberater oder sonst jemand. Ja, wer auch immer das ist. Es hat mit dem Beruf zu tun. Es findet ein Gespräch statt. Vielleicht macht man hier einen Termin aus und spricht dann über bestimmte Dinge. Das ist etwas, was ich hier wahrnehme. Jetzt schauen wir mal, was die Liebe noch so bringt für die Widder. Die Liebe, wollen wir doch mal schauen. Okay, es geht auf eine Reise für dich. Vielleicht verreist du mit deinem Liebsten oder du planst eine Reise mit deinem Liebsten. Progression ist aber auch irgendwie ein Vorankommen. Also es geht vorwärts, es geht um bestimmte Lebensetappen. Wenn du Single bist, dann wird irgendetwas genau auf zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Das kannst du nicht beeinflussen. Also vielleicht wird dir bewusst werden, hey, alles mit der Zeit oder du brauchst vielleicht auch Zeit für etwas Bestimmtes. Egal, ob du Single bist oder vergeben bist. Ich glaube, dass die Zeit oder sich Zeit für etwas zu nehmen ganz wichtig sein wird im zwischenmenschlichen Kontext. Bei der Liebe haben wir jetzt nicht nur das Romantische, sondern hier geht es auch um alles Zwischenmenschliche, zum Beispiel deine Freundschaften und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen darum zu erkennen, dass irgendetwas Bestimmtes jetzt an der Zeit ist in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft oder für dich auch als Single. Ja, dir bewusst zu machen, hey, da ist jetzt irgendwas Bestimmtes dran oder irgendetwas ist jetzt wichtig für dich mit der Zeit oder über die Zeit. So, dann würde ich ganz gerne noch eine Göttin für dich ziehen. Schauen wir mal, was wir hier für die Widder noch bekommen. So, wir haben die Sonne. Wow, das ist ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, du wirst in diesem Monat auch sehr viel tun, um deine Persönlichkeit auszuleben, deine persönlichen Ziele zu verfolgen. Hier könnte es auch um den Vater gehen. Das bekomme ich gerade noch rein.
Vaterthemen vielleicht auch. Das ist noch eine wichtige Message. Aber die Sonne, ne, sie scheint. Also hier geht es auch um Lebendigkeit. Es geht um Lebensfreude. Ich glaube auch, dass sich eine Situation für dich erhellen wird. Also, dass du etwas deutlich erkennen wirst. Klarheit kommt rein. Und ich glaube auch, es nimmt hier so ein bisschen an Lebensfreude zu, an Glück, Zufriedenheit. Ja, also die Sonne ist da ein sehr, sehr schönes, positives Zeichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen findest du unter dem Video und ich mache mal direkt weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo lieber Stier. Wollen wir mal für dich schauen, was wir dir so mitteilen können im Monat März? Wir schauen erstmal allgemein, was wird für dich wichtig sein. Oh, die Karte hat sich schon hier, die ist schon durchgerutscht. Merkur, die Nachrichten, Kommunikation ist für dich persönlich sehr wichtig in diesem Monat. Im Monat März wird es sehr viel darum gehen, dass du Gespräche führst. Es geht sehr, sehr viel darum, dass sich auch vieles über Gespräche lösen wird. Und Nachrichten. Vielleicht schreibst du mit jemandem viel hin und her. Es kommen viele Nachrichten rein, ja, über irgendwelche Messenger oder wie auch immer. Vielleicht hast du auch viel mit E-Mail-Verkehr zu tun, viele Anrufe und so weiter und so fort. Aber hier findet sehr, sehr viel Kommunikation statt. Dadurch, dass hier dieser Stab ist mit den Schlangen, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass das heilsame Kommunikation ist. Also, dass du durch Kommunikation sehr viel wirst heilen können, verbessern können. Es wird irgendwie dein Befinden besser machen, ja, durch Gespräche. Merkur ist aber auch der Planet des Denkens, ja, unserer Gedanken. Also glaube ich auch, dass es viel für dich darum gehen wird, zu reflektieren, zu hinterfragen, das eigene Verhalten zu reflektieren. Also, dass du da mal schaust und mal reflektierst, wie es da so aussieht. Gibt es vielleicht etwas in deinen Gedanken, was sehr viel Macht über dich hat? Kannst du da was ändern? Gibt es einen bestimmten Gedanken, der dir das Leben schwer macht? Ja, solche Sachen sehe ich hier für dich. Also da achte auf deine Gedanken auch. Gedankenhygiene ist hier ganz wichtig. Das nehme ich hier wahr. Und deine Ideen, die du haben wirst. Es könnte auch sein, dass du dich viel mit Lernsachen beschäftigst, also dass du irgendetwas lernst, Lernmaterialien, dass du sehr viel lesen wirst, dass du Bücher liest. Genauso kann es aber auch sein, dass du Texte schreibst. Also vielleicht schreibst du ein Buch oder du schreibst an irgendetwas anderes, machst eine bestimmte Arbeit oder so. Aber ich sehe, der Umgang mit Worten, mit Sprache, mit deinem Gehirn wird sehr wichtig sein in diesem Monat. Ja, also das wird etwas sein, womit du dich stark beschäftigen wirst. Jetzt schauen wir mal in den beruflichen Kontext rein. Was haben wir hier für dich beruflich? Du wirst irgendwas von zu Hause aus machen. Das könnte zum Beispiel sein, beruflich könntest du mit Themen des Zuhauses zu tun haben oder du arbeitest von zu Hause aus oder du bist diesen Monat vielleicht öfter mal zu Hause. Vielleicht machst du Heimarbeit, vielleicht bist du im Homeoffice. Das könnte etwas sein, aber ich sehe dich stark zu Hause. Also das Zuhause ist irgendwie verbunden mit deiner Arbeit. Also sowas wie Homeoffice habe ich tatsächlich hier sehr stark. Selbstständigkeit von zu Hause aus. Aber vielleicht hast du auch mit Themen des Zuhauses beruflich zu tun. Vielleicht hast du mit Immobilien zu tun. Oder du hast mit Inneneinrichtung zu tun. Oder mit Möbeln. Oder mit irgendetwas, was mit dem Zuhause zu tun hat. Mit Küchen, was weiß ich nicht was. Mit Parkettboden oder was es nicht alles gibt. Also alles, was irgendwie mit dem Zuhause zusammenhängt, sehe ich für dich im beruflichen Kontext. Das hängt irgendwie miteinander zusammen. Oder du bist einfach öfter zu Hause in diesem Monat, weil es Homeoffice gibt oder weil du vielleicht dir freigenommen hast. Das kann es auch sein, ne? Aber ich sehe, dass das irgendwie mit dem Zuhause zusammenhängt. So, und das Fenster fällt mir so auf. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hat irgendjemand was mit Fenstern zu tun oder mit Glas. Okay, so, dann schauen wir mal weiter. Die Liebe, zwischenmenschlich gesehen, was haben wir hier für die Stiere?
Der Mond, okay, es wird sehr viel um deine Emotionen gehen in diesem Monat. Also es ist ganz interessant, weil hier haben wir so das Gehirn, die Sprache, den Intellekt. Ja, das sind Gedanken und hier haben wir die Gefühle. Also diese liegen da auch ganz richtig. Ne? Der Mond liegt da schon ganz gut, was das Thema Beziehungen angeht, was Zwischenmenschliches angeht, was Liebe angeht. Egal, ob du Single bist oder ob du vergeben bist. Es wird in dieser Hinsicht, in diesem Monat, stark um deine Bedürfnisse gehen. Dir ist vielleicht auch mal öfter nach Rückzug. Ja, also so fühle ich das auch für dich. Du willst dich vielleicht öfter mal zurückziehen. Du willst vielleicht öfter mal deine Ruhe haben. Aber es wird auch viel um deine Bedürfnisse gehen. Seien es deine emotionalen Bedürfnisse, seien es körperliche Bedürfnisse. Also alles, was du irgendwie brauchst. Ja, vielleicht hast du ein starkes Bedürfnis nach Berührungen. Vielleicht hast du ein starkes Bedürfnis nach emotionalem Halt. Ja. Nach Sicherheit. Ne? Der Mond repräsentiert eben auch unsere Seele, unser Zuhause, unser seelisches Zuhause und unsere Bedürfnisse. Und ich glaube, das wird etwas sein, was zwischenmenschlich gesehen sehr wichtig ist. Also, dass dich auch jemand emotional gesehen versteht, dass du das Gefühl hast, du kommst emotional bei jemandem an. Du wirst generell sehr emotional sein in diesem Monat. Zwischenmenschlich gesehen vielleicht weinst du auch mal öfter oder wirst emotionaler. Ja, also solche, sowas nehme ich hier für dich wahr. Ein generell sehr emotionalen Monat, aber wo du auch deine Bedürfnisse kommunizierst, ne? Also wo dir auch wichtig ist, dass man darauf achtet, dass darauf geachtet wird und vor allem in erster Linie, dass du darauf achtest. Ne? Gerade für die Singles hier, ihr habt vielleicht bestimmte Bedürfnisse an eine Beziehung und ihr wollt eben auch jemanden kennenlernen, der diese Bedürfnisse erfüllt, ja, der diese Bedürfnisse matcht. Es kann aber auch sehr gut sein, dass du hier seelisch eine Verbindung zu jemandem spüren wirst, ne? Eine starke seelische Verbindung zu jemandem. Es kann aber auch sein, dass wenn du in einer Beziehung bist, dann ist der Mond hier auf dieser Position etwas, was sagt, es geht um Themen des Zuhauses oder um generelle Bedürfnisse, die du in deiner Partnerschaft hast. Ja? Zum Beispiel geht es vielleicht dann darum, zusammenzuziehen. Das könnte etwas sein, ne? Zusammen ein Zuhause aufzubauen. Ich hätte jetzt gerne noch eine allgemeine Karte für dich, lieber Stier, im Monat März. Das Ziel ist fast erreicht. Wunderbar. Also was auch immer du dir vorgenommen hast, was auch immer das ist, wo du hier hin möchtest, dein Ziel ist fast erreicht. Also du bist fast da, soll ich dir sagen. Ich glaube, du weißt, was es ist, ob es jetzt zwischenmenschlicher Natur ist, ob es beruflicher Natur ist oder für dich ein persönliches Ziel, was du dir gesetzt hast. Du wirst in diesem Monat März dahingehend sehr große Fortschritte machen und du wirst schon die Ziellinie riechen. Ja, also du wirst schon merken, hey, ich habe es fast geschafft, das Projekt ist fast fertig oder ich habe das und das jetzt schon erreicht, ich bin fast an dem Punkt, wo ich hin wollte oder was auch immer das ist. Ja, du bist fast da. Ja, also sieht gut aus. Ich soll dir auch sagen, dass wahrscheinlich die Monate April und Mai dann die Monate sein werden, wo du in Bezug auf etwas ankommst. Also das fühle ich gerade sehr stark, dass das entscheidende Monate sein werden in Bezug auf dein Ziel. Ja? Okay, meine Lieben, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo lieber Zwilling, wollen wir mal für dich schauen, was wir dir an Informationen für den März geben können. Ich hätte erstmal gerne allgemein ein paar Informationen für meine Zwillinge im Monat März. Allgemein haben wir hier den Midheaven, also den MC, und wir haben die Progression, die Reise. Es wird sich viel um das Berufliche tatsächlich drehen im Monat März und deine Ziele, die du auch beruflich und langfristig erreichen möchtest. Status wird etwas sein, was eine ganz große Rolle spielt. Also dein Status wird sich irgendwie verändern oder
du bist gerade dabei, deinen Status in Bezug auf etwas zu verändern. Das muss nicht immer mit dem Beruf zusammenhängen. Das kann aber stark mit dem Beruf zusammenhängen. Also beruflich gesehen würde das bedeuten, du strebst vielleicht eine Beförderung an, ein neues Projekt, was du verwirklichen willst, oder eine höhere Position, finanziell vielleicht mehr Zuwachs, eine nächste Stufe, die du erreichen möchtest, solche Geschichten. Wenn es nicht beruflicher Natur ist, dann könnte dein Status zum Beispiel damit zusammenhängen, wie du dich in der Öffentlichkeit beschreiben würdest oder welchen Titel würdest du dir geben. Ja, so erkläre ich das immer, was das bedeutet. Zum Beispiel, was bist du? Man ist nicht immer nur eins, aber es könnte mit einer ganz bestimmten Sache zusammenhängen. Zum Beispiel könnte Status sein Mutter. Ja, vorher warst du keine Mutter, nach der Geburt des Kindes hast du einen anderen Status erreicht, du bist Mutter. Ja, das heißt jetzt nicht, das ist jetzt nicht wertend gemeint oder sonst was, sondern hier geht es jetzt generell darum zu erklären, dass es auch Status gibt, einen bestimmten Status, der nicht mit dem Beruf zu tun hat. Ja, oder zum Beispiel, vorher warst du unverheiratet und dann hast du geheiratet, das ist was ganz anderes. Ja, dann bist du Ehefrau, dann bist du Ehemann, ja. Solche Geschichten. Das ist das, was ich meine mit Status. Ja, also dein Status wird irgendwie eine Rolle spielen, ob er jetzt beruflicher Natur, ob das beruflicher Natur ist oder nicht beruflicher Natur, das ist egal. Ja, und ich sehe, dass du da eine Reise machst, also dass du auf dem Weg dahin bist, das eben zu erreichen, was auch immer das ist. Ja, wenn du irgendein bestimmtes Ziel anstrebst. Ich möchte Chefin werden. Ich möchte leitende Position bei XY werden. Ich möchte Mutter werden. Ich möchte Ehefrau werden. Was auch immer das ist, du strebst einen bestimmten Status an, ein Ziel und du bist gerade auf der Reise dahin. So, das wird etwas sein, was dich im Monat März beschäftigen wird. Und jetzt schauen wir mal, was wir dir beruflich sagen können. Für die Zwillinge. Beruflich auch wieder zwei, Neptun und Chiron. Ich glaube, hier geht es um eine Wunde, die geheilt werden möchte. Vielleicht hängt das damit auch stark zusammen. Also ich glaube, dass hier beruflich gesehen irgendwas noch nicht so weit ist. Deswegen sage ich auch, reise dahin. Du bist noch nicht bei dem Ziel, was auch immer das ist, falls das hier beruflicher Natur sein sollte. Aber hier habe ich das Gefühl, beruflich gesehen geht es darum, vielleicht, jetzt habe ich ganz viel drin. Du könntest im heilenden Bereich tätig sein oder im spirituellen Bereich. Das könnte etwas sein, was du beruflich verfolgst. Spiritualität, Medialität, Heilung, vielleicht aber auch generell das Heilerische. Vielleicht bist du Naturheilpraktikerin, vielleicht bist du aber auch einfach Ärztin im klassischen Sinne oder Krankenschwester, ne, weil hier geht es auch um Heilung. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Themen sein werden, die dich beruflich beschäftigen oder womit du zu tun hast. Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass dich hier etwas schmerzt in Bezug auf die Arbeit. Und es geht darum, das zu heilen. Ja, also dass eine Wunde, die beruflich vielleicht getriggert wird, wo du irgendwie merkst, okay, da habe ich irgendwie das Gefühl, da habe ich keine Macht drüber, das kann ich nicht beeinflussen, da fühle ich mich nicht gut genug. Das wird etwas sein, was in diesem Monat eine Rolle spielt. Also die wird auch eine Wunde diesbezüglich bewusst werden. Was ich aber auch sehe, ist, dass du eine Vision hast. Also, dass du eine Vision hast, wo du hin möchtest. Vielleicht bist du auch besonders kreativ. Ja, also du tust etwas Heilsames durch deine Kreativität. Ja, das ist auch hier etwas, was hier drin liegt. Du heilst durch Kreativität. Du kannst etwas verbessern durch Kunst oder durch etwas, was du darstellst. Ja, vielleicht bist du auch generell sehr kreativ in diesem Monat und das heilt etwas in dir. Schauen wir mal weiter. Zwischenmenschlich, die Liebe für die Zwillinge. Was haben wir hier? Wir haben Mars und wir haben den Mond. Das passt nicht so gut zusammen. Also Mars und Mond, das sind zwei sehr unterschiedliche Energien. Der Mars möchte eher Bewegung, Action, Kampf, ja, Auseinandersetzung. Und der Mond ist eher so Rückzug, was Weiches, was Sanftes.
Da geht es mir um Emotionen. Es könnte sein, dass dich vielleicht auch etwas sehr wütend machen wird, zwischenmenschlich gesehen. Also, dass du vielleicht hier stark mit Wut zu tun hast, mit Aggression zu tun hast. Vielleicht macht dich jemand aggressiv oder du spürst in Bezug auf das Thema Beziehungen oder Partnerschaften irgendeine Aggression, Wut. Das könnte was sein. Es sieht aber auch so ein bisschen leidenschaftlich aus, ne? Also vielleicht geht es ja auch um das Thema Leidenschaft. Aber ich habe das Gefühl, dass dich emotional irgendwas sehr unruhig macht. Ich glaube nicht, dass das hier positiv ist, muss ich sagen. Ja, also ich habe eher das Gefühl, dass das so ein bisschen emotional für Aufruhr sorgt oder für Unruhe sorgt. Vielleicht gibt es auch Streit und Auseinandersetzungen mit jemandem. Das kann auch eine Freundschaft sein. Das kann jemand sein, der dir emotional sehr wichtig ist, mit dem du sehr eng bist, aber da gibt es irgendwelche Streitereien, Auseinandersetzungen, sowas in diese Richtung. Also das sieht für mich sehr, sehr unruhig aus, muss ich tatsächlich sagen. Das fühlt sich nicht so entspannt an. Hier ist irgendwie was so ein bisschen angespannt und unruhig. Ja, also zwischenmenschlich gesehen, glaube ich, darfst du hier dich ein bisschen mehr entspannen. Jemand macht dich aggressiv, jemand macht dich wütend, jemand macht dich unruhig. Vielleicht triggert dich auch jemand total. So, dann schauen wir mal, welche Göttin dich in diesem Monat begleitet. Für die Zwillinge im Monat März. Der Mond, guck mal, es wird viel um deine Emotionen gehen. Rückzug, Stille, ja, Mondthemen. Das ist hier ganz wichtig für dich, lieber Zwilling. Ne? Also sich mit den Emotionen auseinandersetzen. Vielleicht wirst du hier auch sehr emotional. Und ich habe eher das Gefühl, dass du hier vielleicht nach außen hin durch Mars so eine Kampflust zeigst oder aggressiv reagierst oder wütend reagierst, aber dass dahinter eigentlich was ganz, ganz, ganz Weiches und Sensibles steckt. Also, dass du das vielleicht so irgendwie deine Krallen ausfährst in dem Moment oder vielleicht sehr stark reagierst, aber dass du eigentlich einfach heulen möchtest. Ja, es ist wirklich genauso, dass du einfach in Bezug darauf weinen möchtest. Also da will irgendwie emotional ein Damm brechen. Und vielleicht hast du da ein Thema. Ja, das könnte auch etwas sein. Aber das wird so ein bisschen so sehr emotionale Achterbahn. So habe ich ein bisschen das Gefühl bei euch Zwillingen. Also deine Emotionen werden hier sehr wichtig sein. Ich glaube, dass das dir gut tut, wenn du dich emotional gesehen durch Meditation zum Beispiel damit auseinandersetzt, dass du in das Gefühl reingehst, statt es irgendwie einfach von sich zu stoßen oder irgendwie mit Kampflust zu reagieren, sondern da mal für sich nachzuspüren und zu gucken, was ist denn da? Und hier sehen wir irgendwie so eine Wunde, könnte da irgendwas vielleicht verwundet sein, emotional, und da mal zu gucken, woher kommt das. Du könntest hier übrigens auch ein Mutterthema haben, das bekomme ich gerade auch sehr stark rein. Also vielleicht setzt sich damit mal auseinander. Meine lieben Zwillinge, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo lieber Krebs, wollen wir doch mal schauen, was dich so erwartet im Detail im Monat März. Erstmal allgemein, das sind zu viele, bitte eine deutliche Karte. So, da haben wir den Aszendenten. Okay, es wird für dich darum gehen, dass du wahrscheinlich im Monat März irgendetwas an deinem Auftreten ändern wirst. Das kann zum Beispiel deine optische Erscheinung sein. Ne? Also es könnte sehr gut sein, dass du dein Aussehen veränderst, vielleicht deine Haarfarbe, deine Frisur, deine Kleidung, irgendetwas verändert sich. Du hast vielleicht Lust, so, ich sag jetzt mal, Frühlingsgefühle, ja, man hat Lust, andere Kleidung zu tragen, und vielleicht veränderst du da was im Laufe dieses Monats und hast vielleicht mal Lust auf einen anderen Stil. Oder es könnte auch sehr gut sein, dass du etwas in Bezug auf dein Auftreten änderst. Also nicht deine optische Erscheinung, sondern die Art und Weise, wie du auf andere Menschen zugehst.
Ja, also zum Beispiel gewöhnst du dir an, den Menschen mehr in die Augen zu schauen oder die Menschen anzulächeln, freundlicher zu sein, was auch immer das ist. Also es können unterschiedliche Dinge sein, unterschiedliche Sachen, die du da veränderst. Aber das ist das, was ich hier wahrnehme. Etwas in deiner optischen Erscheinung oder in deinem Auftreten verändert sich. Es könnte auch sein, dass es sehr viel um deine Ziele gehen wird. Das, was du eben verwirklichen willst, das, was du nach außen bringen willst in diese Welt. Ja, das ist das, was ich hier wahrnehme. Also es ist etwas Extrovertiertes. Es ist etwas von außen, ja, was sichtbar ist, was andere wahrnehmen können, was irgendwie anders ist. Vielleicht auch deine Aura, ja, da hast du vielleicht Lust, etwas an deiner Aura zu ändern. So, schauen wir mal beruflich, was wir hier haben. Wir haben hier den Wassermann. Es könnte sehr gut sein, dass du in einem Team arbeiten wirst oder mit anderen Gleichgesinnten zu tun hast. Teamarbeit, vielleicht auch mit anderen gemeinsam irgendwie eine Kooperation starten, etwas gemeinsam aufbauen oder du leitest ein Team, du bist Teil eines Teams. Also ich sehe dich und andere Menschen, ja, also du bist stark mit anderen Menschen verbunden. Die Wassermann-Energie spricht aber auch von Freiheit und Unabhängigkeit, also dass du hier vielleicht auch in einer Form vielleicht eine Selbstständigkeit anstrebst oder versuchst irgendwie unabhängiger und selbstständiger zu werden im beruflichen Kontext, zum Beispiel eine Position anstrebst, die in der du unabhängiger und freier handeln kannst, arbeiten kannst. Ja, vielleicht ist da was ganz Bestimmtes, was du vorhast. Das ist das, was ich sehe, aber ich sehe auch Freiheit, also sich von bestimmten Sachen zu befreien im beruflichen Kontext, die vielleicht hinderlich sind, wo du das Gefühl hast, da bist du eingeschränkt, da kannst du nicht frei agieren, so wie du möchtest. Also da sehe ich für dich irgendwie mehr Raum zum Atmen, Veränderungen, sowas in diese Richtung. Für einen kleinen Teil bekomme ich gerade rein Technik, also etwas könnte mit dem technischen Verständnis zusammenhängen. Du könntest vielleicht hier tatsächlich mit technischen Dingen arbeiten oder du bekommst bei der Arbeit vielleicht eine neue Software, ein neues Programm, fuchst dich in irgendetwas rein, besuchst ein Seminar, eine Schulung. Also mir kommt gerade sehr stark das technische Verständnis durch. Das könnte ein Teil dessen sein, was dich beruflich eben beschäftigen wird, ne? Aber generell sehe ich da eine sehr gute Energie. Ich nehme auch so frischen Wind wahr. Also es könnte da auch was Neues geben, was Frisches geben auf der Arbeit. So fühlt sich das für mich an. Ja, also irgendwie frischer, neuer. Vielleicht kommt auch jemand Neues ins Team, ne, wenn du mit mehreren Menschen zusammenarbeitest. Also neue Arbeitskollegen, jemand ganz Bestimmtes vielleicht. Ja. Freundschaften könnten auch eine Rolle spielen im beruflichen Kontext. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Was haben wir denn hier in der Liebe für die Krebse? Zwischenmenschlich, die Liebe. Hier haben wir Pluto. Wow, okay. Also hier ist was sehr Intensives zu sehen. Es könnte hier um sehr intensive Erfahrungen gehen, aber auch um Stirb- und Werdeprozesse. Für einige bekomme ich hier rein, geht es darum, zwischenmenschlich gesehen jemanden loszulassen. Das könnte zum Beispiel auch eine Freundschaft sein, ne? Also bei der Liebe bitte alles Zwischenmenschliche sehen. Egal ob Single oder vergeben oder Freundschaften oder was auch immer das ist. Hier geht es für mich um das Zwischenmenschliche. Und da nehme ich wahr, es geht darum, etwas loszulassen, jemanden loszulassen. Irgendetwas endet. Also es könnte sehr gut sein, dass eine Beziehung oder eine Freundschaft endet oder dass du für dich in einer Form abschließt, ne? Also du wirst wiedergeboren, Pluto-Energie, stirb und werde. Da wird irgendwas beendet und was Neues beginnt. Für dich eine neue Phase. Ich muss tatsächlich sagen, ich nehme das hier eher schwierig wahr. Ich nehme das eher als eine Energie wahr, die herausfordernd ist. Also ich glaube, zwischenmenschlich gesehen machst du vielleicht herausfordernde Erfahrungen in diesem Monat, die nicht so leicht sind, die aber wichtig sind. Also richtig Phönix in der Asche-Stil, dass du durch einen Prozess gehst
um daraus neu hervorzugehen. Ich glaube, dass dich das formt. Das formt dein neues Ich. Also diese intensiven Erfahrungen formen dein neues Ich. Das könnte zum Beispiel auch der Fall sein, dass du intensive Erfahrungen machst, zwischenmenschlich gesehen, die dich in einer Form neu formen. Ja, also daraus, du wirst wie neu geboren. Richtig, ich kriege rein, du wirst geschmiedet. Ja, also du gehst sozusagen wie durch das Feuer oder durch eine schwierige Situation und du wirst geschmiedet. Also du kommst ganz neu daraus hervor. Das kriege ich gerade stark rein. Also das braucht dir auch keine Angst zu machen. Ich glaube, das könnte hier so eine kleine Krise sein, aber du gehst neu daraus hervor. Aber generell kann ich dir sagen, es sind sehr intensive Erfahrungen, die du machen wirst, zwischenmenschlich gesehen, die dich dann aber auch neu hervorbringen werden. Also jede Beziehung, die Pluto überlebt, das ist wirklich eine feste Beziehung. Also da kannst du dir dann auch sicher sein, dass das hier hält. Und für diejenigen, die hier mit jemandem zusammen sind oder daten, jemanden kennenlernen, dann kann ich sagen, hey, das wird sehr intensiv. Das wird eine sehr intensive Zeit. Und wenn das die Beziehung überlebt, dann werdet ihr auch wahrscheinlich sehr, sehr lange miteinander an der jeweiligen Seite des anderen sein. So fühlt sich das hier für mich an. Ne? Also es ist hier nicht für alle ein Ende, sondern es ist auch für viele hier eine Probe. Ja, eine Beziehungsprobe. So, dann ziehe ich jetzt noch eine Karte für dich. Lieber Krebs, was haben wir denn hier? Das Ende einer schweren Phase, das hört sich doch sehr gut an. Also du kannst hier happy sein und fröhlich sein. Irgendeine schwierige Phase wird dann auch hier enden. Also das braucht dir hier auch keine Sorgen zu machen. Sondern das wird sich hier auch auflösen, irgendeine Schwierigkeit löst sich und besonders beruflich habe ich das Gefühl, dass hier so frischer Wind reinkommt, also irgendwie fühlt sich das ganz gut an, das fühlt sich frisch an, das fühlt sich nach einem Ende von irgendwelchen Herausforderungen und Schwierigkeiten an, das sieht gut aus, ja, und ich bekomme gerade auch stark rein, jemand, der Steinbock ist, könnte dich vielleicht beschäftigen, entweder zwischenmenschlich oder beruflich. Jemand, der Steinbock ist oder sehr starke Platzierungen im Steinbock hat, ne? Da habe ich das Gefühl, dass sich da jemand beschäftigen wird, eine Person, ja. Okay, meine lieben Krebse, vielen Dank fürs Zuschauen, ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo lieber Löwe, wollen wir für dich mal schauen, was wir für dich haben im Detail im Monat März. Ich hätte gerne einmal hier eine allgemeine Botschaft für die Löwen. Der Aszendent, ja witzig, genauso wie bei den Krebsen eben, hatten wir genau das Gleiche. Also eigentlich kann ich genau das Gleiche nochmal wiederholen. Bei euch habe ich das Gefühl, es geht viel um euch persönlich. Das, was ihr wollt, das, was ihr erreichen wollt. Eure Ausstrahlung, eure Aura, das, was ihr nach außen zeigt, wie ihr seid, das wird etwas sein, woran ihr stark arbeiten werdet in diesem Monat. Bei euch habe ich tatsächlich mehr das Gefühl, dass es um euch persönlich geht. Also es fühlt sich ein bisschen anders an als bei den Krebsen. Ich habe hier mehr das Gefühl, dass es sehr stark darum geht, wie ihr erscheint, also die Art, wie ihr euch gebt oder wie ihr etwas erreichen wollt, das wird euch sehr stark beschäftigen. Also ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass es hier viel um Persönlichkeitsentwicklung geht, dass es hier viel darum geht, wie man auf andere Menschen wirkt, die Aura, die Ausstrahlung, wie man etwas erreicht. Also es könnte sehr gut sein, dass du Bücher darüber liest oder dich sehr stark damit beschäftigst, vielleicht sehr stark darauf achtest, auf die Reaktionen anderer Menschen achtest, guckst, wie Menschen sich verhalten. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen manipulativ, aber ich habe das Gefühl, du änderst etwas an dir, um das zu erreichen, was du willst. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern besser für dich persönlich. Ja, also du änderst etwas an deiner Persönlichkeit und an deinem Auftreten, um deine Ziele erreichen zu können. Ja, das nehme ich bei dir hier ganz stark wahr. Ne? Also du beschäftigst dich stark damit. Ich glaube auch, dass du sowas wie Energiereinigung oder Energiearbeit machst. Also dass du da mal so richtig bei dir schaust,
selbstbewusster wirst, dein Selbstbewusstsein auch mehr nach außen zeigst. Und deine Ausstrahlung, also wirklich so, wie du nach außen hin strahlst und was du da von dir gibst und zeigst, das wird ein ganz großes Ding sein. So, schauen wir mal beruflich für dich. So. Das 9. Haus, wow, okay, sehr cool, das ist richtig schön. Also beruflich habe ich hier jetzt einiges, was ich gerade bekomme. Einige könnten im Ausland arbeiten oder irgendwie mit dem Ausland zu tun haben. Du könntest zum Beispiel Kontakte im Ausland haben, die irgendwie beruflicher Natur sind, oder du überlegst gerade, ins Ausland zu gehen. Vielleicht möchtest du längerfristig im Ausland arbeiten oder du hast mit der Arbeit irgendwie etwas zu tun mit dem Ausland. Ja, also mit anderen Ländern, mit Kontakten irgendwo anders. Vielleicht arbeitest du tatsächlich im Ausland, lebst im Ausland oder hast regelmäßig mit Menschen aus dem Ausland zu tun. Ich habe wirklich das Gefühl, dass hier einige von euch längerfristig weggehen werden, vielleicht sogar in diesem Jahr oder in den nächsten Monaten, dass ihr eure Arbeit ins Ausland verlagert. Vielleicht wollt ihr sowas machen wie Work and Travel oder einfach nur die Firma hat einen Sitz irgendwo im Ausland und man geht dahin. Oder man hat einfach Lust, ein Land besser kennenzulernen, sucht sich dort Arbeit, was auch immer das ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, oder du kannst vielleicht auch ortsunabhängig arbeiten. Das kann es auch sein, das sehe ich hier für einige. Aber ich sehe auch für einen großen Teil, dass ihr sowas wie eine Weiterbildung oder eine Ausbildung macht. Und zwar eine höhere Bildung, ein Studium. Ja, also hier glaube ich, dass einige sowas irgendwie etwas lernen werden oder irgendetwas sich weiterbilden werden in einem Bereich. Da werdet ihr sehr viel entdecken. Also ich sehe, dass ihr in eurer Arbeit viel entdecken werdet. Ich glaube, dass diese Ausbildung oder diese höhere Bildung, die ihr hier anstrebt, etwas ist, was ihr beruflich sehr gut nutzen könnt. Ja, so habe ich das Gefühl. Ne? Irgendwie seid ihr gerade in so einem sehr neugierigen Stadium und seid dabei, da einiges zu entdecken über das Berufliche, ja, über den beruflichen Kontext, oder es hängt irgendwie mit dem Beruf zusammen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was das ist, und erwähnt auch, welches Sternzeichen ihr euch angeschaut habt, damit ich weiß, bei wem was ist, ja. So, schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir die Liebe, zwischenmenschlich gesehen. Was haben wir hier für die Löwen? März. Chiron, Heilung. Okay, meine Lieben. Für euch geht es darum, dass ihr etwas heilt. Hier ist noch eine Wunde, zwischenmenschlich gesehen. Bei der Liebe spreche ich immer über alles, was zwischenmenschlich ist. Freundschaften, Partnerschaften, Singleschaften, ja, was auch immer. Aber es geht um Heilung, also es geht um das Zwischenmenschliche hier. Und hier geht es darum, etwas zu heilen. Einige von euch könnten jemanden daten, der oder die im heilerischen Bereich tätig ist. Heilpraktiker, Arzt, Ärztin, energetische Heiler, Schamanen, was auch immer, ja. Also irgendjemand, der vielleicht irgendwie heilerisch tätig ist, Psychologen, egal ob es auf der körperlichen, mentalen oder emotionalen Ebene ist, geistig, was auch immer, seelisch. Das ist eine Möglichkeit, dass jemand hier, also dass ihr jemanden datet, der irgendwie in dem Bereich tätig ist oder damit zu tun hat, ne? Irgendeine Person. Auf der anderen Seite sehe ich, dass hier einige von euch eine Wunde heilen. Jemand freundschaftlich, der euch verletzt hat, oder jemand zwischenmenschlich, partnerschaftlich, der euch verletzt hat. Also das wird im Monat etwas sein, womit ihr euch auch auseinandersetzen werdet, was wichtig sein wird, dass ihr diese Wunde ausmacht und heilt. Also das ist auch immer Heilung. Ja, also Chiron spricht nicht nur von einer Wunde, sondern Chiron spricht auch von Heilung. Und ich glaube wirklich, dass da nochmal was geheilt wird. Heilung dauert. Heilung dauert. Das ist nicht so einmal und zack. Ihr könnt euch das so vorstellen, Heilung ist
dann gibt es mal ein Erlebnis und das ist richtig heilsam und da wird vielleicht innerhalb von einer Stunde sehr viel geheilt, einfach durch eine sehr tiefe Erkenntnis oder Erfahrung. Und dann gibt es wieder so Prozesse, da dauert das immer wieder so Monate, wo Stückchen für Stückchen immer mehr geheilt wird. Ja, wie so eine Wunde, die tief ist und da gibt es eine Hautschicht nach der anderen, die sich da drüber setzt. Ne? Damit, und irgendwann wird eine Narbe daraus und dann irgendwann geht es darum, die Narbe zu heilen. Ja, und das ist so das, wie Heilung ist. Das ist nicht einmal zack, oh, jetzt bin ich geheilt. Nein, sondern das dauert. Und ich glaube, dass hier im Monat März ein sehr heilsames Erlebnis oder eine heilsame Erkenntnis auf dich wartet, zwischenmenschlich gesehen. Und jetzt möchte ich ganz gerne eine Göttin für dich ziehen, die dich in diesem Monat begleiten wird. Und das ist die Vergebung. Genau das, Vergeben. Ich glaube, dass das hier zwischenmenschlich ein Ding ist, zu lernen, zu vergeben, etwas loszulassen. Damit es leichter für dich ist, jemandem vergeben, jemand, der dir Unrecht getan hat. Und ich weiß, das ist verdammt schwer. Manchmal kann man jahrelang nicht vergeben, ja. Je nachdem, was passiert ist, wie schwer das eingetroffen hat. Und manchmal denkt man, mein Gott, ich kann das vielleicht niemals vergeben. Aber damit machst du dir, das ist Fakt, das Leben selber schwer. So unfair es auch ist, aber so ist es einfach, weil du hältst daran fest, du ärgerst dich, die andere Person lebt vielleicht schon längst ihr Leben und das ärgert dich noch mehr und ja, du machst es dir selber schwer und dann erscheint dir alles so unfair, ja, also ich weiß, wie schwer das ist, aber das ist das, worum es geht und wodurch es auch für dich besser wird. Lerne zu vergeben, lerne loszulassen, weiterzumachen. Und das wird hier sehr stark zwischenmenschlich eine Wunde sein, das sehe ich hier. Es hat mit einer anderen Person zu tun. Ne? Okay, meine lieben Löwen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo meine lieben Jungfrauen, dann wollen wir mal schauen für euch, was euch so erwartet. Erst einmal allgemein schauen wir, was euch erwartet im Monat März. Wow, das hatten wir jetzt, also wir hatten diese Karte tatsächlich bis jetzt schon sehr oft. Im Monat März wird es für dich um Heilung gehen. Es wird sehr stark um Gesundheit gehen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du aktiv gerade am Prozess deiner Heilung beteiligt bist. Körperlich, seelisch, emotional, auf allen Ebenen. Dass du dich mit Dingen auseinandersetzt, die dein Leben besser, heilsamer und gesünder machen. Zum Beispiel mit bestimmten Heilmethoden. Vielleicht probierst du da sogar was aus. Vielleicht gehst du zu jemandem, der irgendwie heilerisch tätig ist. Oder vielleicht auch hast du mit Ärzten zu tun. Oder mit Therapeuten, Psychologen. Mit Heilern, Heilpraktikern, was auch immer. Vielleicht ist das auch etwas, was du anstrebst. Vielleicht möchtest du in dem Bereich tätig sein. Aber ich sehe, dass das Thema generell von Heilung dich sehr stark beschäftigen wird in diesem Monat. Dass du, ja, dass es dir besser geht. Und das sehe ich auf allen Ebenen. Du könntest auch dich stark damit auseinandersetzen, Rituale in deinen Alltag einzubauen, gesunde Rituale, regelmäßige Spaziergänge, Sport, Bewegung, jeden Tag irgendwas Gesundes essen, trinken, was auch immer. Ja, also, dass du einfach besser lebst, gesünder lebst. Das ist das, was hier eine große Rolle spielen wird und womit du dich auseinandersetzen wirst. So, dann schauen wir direkt mal weiter. Was haben wir hier für dich beruflich gesehen? Im Monat März. Wir haben Pallas Athena. Think. Okay, drüber nachdenken. Kluge Entscheidungen treffen. In diesem Monat wird es viel darum gehen, dass du Dinge lernst. Du könntest eine Schulung machen, ein Seminar besuchen, irgendetwas, wo du deinen Kopf anstrengst. Vielleicht wird es auch eine Situation geben, beruflich, wo es um Köpfchen geht, wo du echt lange drüber nachdenken wirst, wo du dir Gedanken darüber machst, vielleicht auch eine bestimmte Strategie entwickelst, wie man ein Problem lösen kann, wie man Prozesse verbessern kann.
Du lernst Neues mit dazu. Also es findet sehr viel in Gedanken statt in diesem Monat. Und ich glaube auch, also ich sehe richtig, wie du Bücher studierst, dich im Internet informierst, recherchierst. Also du nimmst viel Wissen auf. Diesen Monat bekommst du richtig Hirnfutter. Ja, also das ist richtig das, was ich für dich sehe, liebe Jungfrau. Also da kommt ganz, ganz viel ins Köpfchen. Ja, sehr viel wird gelernt. Du nimmst sehr viel Wissen und Informationen auf. Und wie gesagt, ich glaube, dass es beruflich gesehen auch darum gehen wird, eine Strategie zu entwickeln. Also in irgendeiner Form über etwas nachzudenken, strategisch vorzugehen, mit Köpfchen vorzugehen. Also ich sehe dich richtig als Königin der Schwerter, dass du da kluge Entscheidungen triffst, Dinge abwägst und mit Köpfchen vorgehst. Vernünftig, das hört sich gut an. Und auch finanziell gesehen sehe ich, wie du aufräumst, also richtig strukturierst, Pläne schmiedest, richtig smart. So sehe ich dich hier. Okay. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier noch in der Liebe haben. Zwischenmenschlich gesehen. Oh wow, das ist sehr jungfrauhaft bei euch. Also dieser Monat ist super jungfrauhaft. Ne? Wir haben Chiron hier, Pallas Athena und Ceres. Das ist so alles, was ich irgendwie auch in einer Form mit der Jungfrau in Verbindung bringe, mit dieser Energie. Und das finde ich sehr spannend, zwischenmenschlich gesehen, in all deinen Beziehungen, ob du Single bist in einer Partnerschaft, ob es um Freundschaften geht, ob es um die Beziehung in deiner Familie geht, es wird alles so davon geprägt sein, dass du das bekommst, was du wirklich brauchst. Dass auf deine Bedürfnisse geachtet wird, dass du genährt bist. Ja, also dass du dich zufrieden fühlst, dass du satt bist, aber nicht satt im Sinne von vollgefressen, sondern im Sinne von deine Bedürfnisse sind gestillt. Du bekommst das, was du brauchst in einer Beziehung. Und du achtest auch richtig darauf, dass die Beziehungen gut tun. Also diese Heilung, die ich hier für dich wahrnehme, die sehe ich eben auch im zwischenmenschlichen Bereich für dich. Dass jemand dir wirklich gut tut. Also dass du darauf achtest, wenn du auch jemanden kennenlernst oder du auf deine bestehenden Freundschaften guckst, dass du mal schaust, tun mir diese Menschen gut? Sind die wirklich gut für mich? Geben die mir das, was ich brauche? Zum Beispiel auch in einer Freundschaft, wenn du das Bedürfnis hast nach, ich weiß nicht, man hat ja meistens verschiedene Freundschaften, also bei mir ist es so der Fall, dass die recht unterschiedlich sind und dann hat man vielleicht jemanden im Freundeskreis, mit dem man sehr gut reden kann, da ist das Geistige gestillt. Dann gibt es jemanden, wo man vielleicht auch mal über eher schwierige Sachen reden kann, wo man was anvertrauen kann, über Gefühle sprechen kann. Das kann man auch nicht mit allen Freunden. So sehe ich das persönlich. Das ist immer so, also ich finde, jede Freundschaft ist ein bisschen anders. Und desto älter man wird, desto schwieriger wird es, Freundschaften zu schließen, weil man meistens so den ganzen Bullshit schon sieht und erkennt, okay, brauche ich nicht oder will ich nicht oder es entspricht nicht meinen Bedürfnissen, kein Bock da drauf, ja. Also das fühlt sich für mich so an, als ob du das mit so einem analytischen Jungfraublick prüfst und guckst, wen kann ich vielleicht auch absägen, so doof das jetzt auch klingt. Ja, weil mir fällt diese Sichel hier auch super stark auf. Mit wem passt das einfach nicht mehr? Da hat man sich auseinandergelebt, es ist oberflächlich, ich weiß nicht. Dann sind das vielleicht Leute, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, dann sind das vielleicht Leute, die gerne Party machen, Alkohol trinken, ja, und sowas. Und du bist nicht der Typ dafür, als Beispiel. Ja, du willst das vielleicht nicht mehr. Das war vielleicht mal eine Zeit lang so, aber das macht dir keine Freude, das macht dir keinen Spaß. Und es ist ganz anders. Ja, das ist total anders. Und das könnte so ein bisschen so der Fokus sein oder der Blick sein, wo du merkst, hey, diese Leute passen nicht zu mir. Wenn du Single bist, dann sehe ich für dich ganz klar, dass du auch guckst, also deine Partner auch aussuchst und guckst, okay, passt der oder die jetzt zu mir? Kann die mir das geben, was ich brauche? Ja, da bist du vielleicht eher ein ruhigeres Naturell und dann ist da so einer, der
ständig Halligalli will oder so, dann passt das ja auch nicht. Oder andersherum, du bist aktiver und dann ist da so eine Couch-Potato. Passt auch nicht. Also du achtest auf deine Bedürfnisse. Auch in deiner bestehenden Partnerschaft achtest du darauf. Du sagst auch deinem Partner, was du brauchst, ja, damit es dir gut geht. Also das werden so Dinge sein, du prüfst richtig in diesem Monat. Du schaust dir das ganz genau an und du lässt dich nicht mehr verarschen, ja. Du willst, dass dein Leben besser wird, heilsamer wird, gesünder wird. Und jetzt ziehe ich mal eine Karte für dich. Mir fällt super stark auf, dass darauf folgende Zahlen sind. 28, 29, 30. Das habe ich jetzt schon, Entschuldigung, bei mehreren Sternzeichen gesehen. Dass darauf folgende Zahlen waren, die vielleicht auch runtergingen, ne, oder die auch mal hochgingen. Und hier habe ich das Gefühl, das könnte vielleicht irgendwie so ein Hinweis sein, dass etwas sich weiterentwickelt, aber auch etwas anderes sich zurückentwickelt. Ja? So, jetzt hätte ich gerne eine Botschaft für die Jungfrauen für den Monat März. Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Du achtest darauf. Du könntest übrigens vielleicht auch ein paar Platzierungen im Löwe haben, bekomme ich gerade rein. Schau dir auch diese Legung mal an. Du könntest hier aber auch mit Leuten zu tun haben, die Löwe sind oder jemand ganz Bestimmtes, der Löwe ist. Das bekomme ich gerade noch rein. Und es geht darum, dass du mehr in dein Vertrauen kommst, dass du dir selber mehr vertraust. Also Selbstvertrauen nehme ich jetzt hier nicht so wahr, dass es um was Extrovertiertes geht, in dem Sinne von, du präsentierst dich sehr selbstbewusst, sondern dass es hier um inneres Vertrauen geht. Also, dass du dir selbst vertraust, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Du wirst mehr von der Unsicherheit verlieren. Ja? Vielleicht hast du manchmal Angst, einen Fehler zu machen oder denkst über Dinge sehr lange und sehr oft nach. Und das nehme ich hier für dich wahr, dass du das jetzt weniger tust, weil du einfach sicherer in dir bist, dass du dir selbst mehr vertraust, dass du das Richtige tust. Das sehe ich für dich, liebe Jungfrau. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache jetzt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo liebe Waage, wollen wir mal für dich im Detail schauen, was dich im Monat März erwartet. So, erst einmal allgemein, was kommt auf dich zu für die Waagen? Wow, das zweite Haus Ressourcen, es wird sehr viel um die Finanzen gehen. Also ich sehe dich auch planen. Ich sehe, wie du schaust, was du mit deinen Finanzen machen kannst. Geldanlagen, du guckst dir irgendwie so Sachen an, wo kannst du rein investieren, wo kannst du Geld anlegen. Da gibt es ja alles Mögliche. Ja, ETFs, Aktien, Sparkonten, was auch immer das ist, aber ich sehe, du guckst dir genau an, wie steht es um deine Ressourcen. Du räumst auf, du guckst dir an, was du da verändern kannst, was du verbessern kannst. Du guckst auch auf deine Ausgaben, was du ausgibst, was du da verändern kannst. Also es wird irgendwie ordentlicher, strukturierter. Du verbesserst deine finanzielle Situation. Es könnte auch sehr stark um das Geld an sich gehen. Also dass du vielleicht eine Lohnerhöhung bekommst oder dass du versuchst, etwas in deinen Ressourcen, im Geld zu verändern. Dass du schaust, okay, wo kann ich Geld bekommen? Ja, also in dem Sinne von vielleicht durch Anlagen oder durch Jobs und so weiter und so fort, durch irgendwelche Projekte oder so, dass du da so ein bisschen strukturierter und pfiffiger wirst. Ja, also ich sehe richtig, wie du da dich damit beschäftigst und dich damit auseinandersetzt. Ich sehe auch, wie du dir Sparziele setzt. Also du guckst, okay, was will ich in diesem Jahr erreichen? Wofür möchte ich Geld ausgeben? Möchte ich in den Urlaub fahren? Will ich mir etwas Bestimmtes kaufen? Wie erreiche ich das Ziel? Also du bist hier richtig fuchsig. Ja, also du guckst richtig und schaust, okay, das könnte ich so und so machen. Dafür könnte ich das Geld da nehmen. So und so viele Monate, dann habe ich diese Summe zusammen, dann kann ich mir das leisten. Also das ist etwas, was dich stark beschäftigen wird. Mit deinen Ressourcen sehe ich aber auch das Immaterielle, also deine Talente, deine Fähigkeiten. Was kannst du nutzen, vielleicht auch, um Geld zu verdienen? Oder du willst vielleicht ein ganz bestimmtes Talent ausbauen, dich damit eine Fähigkeit, eine Fertigkeit,
Das ist das, was ich hier bei dir wahrnehme. Die Zahl 4 bekomme ich gerade rein. Hier die 40, die Zahl 4 könnte sehr wichtig sein. Vielleicht geht es auch um den April, ja, den nächsten Monat. Schauen wir weiter und zwar im Beruflichen. Was haben wir hier für dich, liebe Waage, beruflich gesehen? Vesta, der Herd, das Zuhause, das heimische Feuer. Es könnte sehr gut sein, dass, das bekomme ich jetzt gerade rein, beruflich irgendwie ein Ziel ansteht, was mit dem Zuhause zusammenhängt. Das könnte sein Homeoffice. Es könnte sein, dass du vielleicht diesen Monat öfter im Homeoffice bist oder dass sich so eine Möglichkeit einstellt, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich bekomme aber auch rein, dass du irgendwie beruflich gesehen etwas finanzieren willst in Bezug auf das Zuhause. Das kann eine Renovierung sein, das kann ein Haus sein, eine Wohnung sein, das können Möbelstücke sein. Also vielleicht hast du ein Ziel in Bezug auf das Zuhause, was mit dem Beruf zusammenhängt. Ja, das ist irgendwie miteinander verbunden. Oder du arbeitest vielleicht öfter mal von zu Hause aus in diesem Monat. Ne? Machst Homeoffice, wie auch immer. Ja, das ist das, was ich sehe. Einige von euch könnten zu Hause zu den Kunden kommen, also zum Kunden kommen. Vielleicht triffst du dich mit einem Kunden oder mit einem Geschäftspartner zu Hause. Das kriege ich gerade auch noch rein. Vielleicht gibt es ein Meeting oder ein Treffen oder eine Besprechung. Irgendwas mit dem Zuhause. Okay, schauen wir mal in der Liebe, zwischenmenschlich gesehen. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass diese Karte schon sehr viel beruflich finanziell hergibt. Deswegen kommen hier jetzt auch nicht so viele Informationen. Liebe für die Waage. Sehr interessant, genau die gleiche Karte wie bei den Jungfrauen. Wenn du Aspekte in der Jungfrau hast, schau dir das Video, also den Abschnitt auch nochmal dazu an hier. Hier sehe ich, dass es ähnlich wie bei den Jungfrauen auch, du achtest auf deine Bedürfnisse. Also hör da auch auf jeden Fall mal rein, was ich da über die Liebe gesagt habe. Das kannst du genauso auf dich übertragen. Ich fasse es jetzt noch mal kurz zusammen, aber ich glaube, du lässt dich einfach nicht mehr verarschen. Du achtest darauf, dass deine Bedürfnisse gestillt sind, zwischenmenschlich gesehen, freundschaftlich, partnerschaftlich, egal wer. Du achtest darauf, dass es dir gut geht. Ja, also ich wiederhole mich, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal sein. Schau dir das einfach in dem Video an, da habe ich das, also in dem Abschnitt einfach draufklicken. Kannst du gleich machen, nachdem ich noch diese Botschaft gezogen habe. Aber da habe ich sehr viel über das Zwischenmenschliche gesprochen und über genau diese Karte und diese Energie. Also guck da gerne mal rein. Jetzt schauen wir mal, welche Energie ich hier für euch bekomme für die Waagen im Monat März. Vertrau deinen Träumen. Es geht um Vertrauen. Ich bekomme gerade auch noch rein, dass du auf deine Träume achten solltest in diesem Monat, denn sie haben wichtige Botschaften für dich. Sie sind heilsam. Du verarbeitest etwas über deine Träume. Das, was du träumst, da ist eine Symbolik hinter. Da sind ganz viele Botschaften dahinter. Das kann auch manchmal sein, dass das Dinge sind, die dann in der Zukunft eintreten, die dann so kommen. Ja, aber oft ist es so, bei den meisten ist es so, dass da Dinge verarbeitet werden im Unterbewusstsein. Ne, irgendetwas, womit du dich vielleicht so im Alltag nicht auseinandersetzt oder wenn du wach bist, aber etwas in deiner Seele möchte sich damit auseinandersetzen. Du verarbeitest es dann im Schlaf. Also Träume sind sehr heilsam. Also setz dich mal damit auseinander, was das zu sagen hat oder was das bedeutet. Schau dir das mal genau an. Deine Träume, die Symbolik, die dahinter steckt. Was wollen sie dir sagen? Ich glaube, da werden besondere Träume sein in diesem Monat. Aber generell glaube ich auch, vertraue deinen Träumen. Also welchen Traum hast du? Welche Vision hast du? Was willst du erreichen? Vertraue darauf, weil du wirst es auch erreichen. Ja, das ist das, worum es hier für dich geht. Liebe Waagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, liebe Skorpione, wollen wir mal für euch schauen, was wir hier im Monat März für euch haben. So, erstmal allgemein im März für die Skorpione.
So, wir haben zwei Karten, wir haben den Mond und wir haben Mars. Interessant, bei irgendeinem Sternzeichen sind die auch zusammengefallen. Ich glaube bei den Zwillingen, aber da war es in den Partnerschaften. Hier haben wir das jetzt allgemein für euch. Ich glaube, etwas bereitet euch hier emotional starke Unruhe. Ihr könntet emotional gesehen mit etwas zu tun haben, was schwierig ist. Vielleicht Wut, Aggression, das könnte etwas sein. Verletzungen, emotionale Verletzungen, also irgendetwas ist da, was so ein bisschen unangenehm ist oder sehr unruhig ist. Ich bekomme jetzt aber noch eine andere Nachricht rein, dass jemand hier sein Zuhause verändert. Also Umzug bekomme ich gerade rein. Ne? Einige von euch könnten umziehen in diesem Monat oder mit einem Umzug zu tun haben. Ich kriege immer auf Englisch rein, Move House, Move House. Also das Haus wird irgendwie bewegt. Das bekomme ich gerade noch rein. Das irgendwie spielt das eine Rolle. Ja, also vielleicht wird irgendwie was im Zuhause verändert. Vielleicht bleibst du auch da, wo du gerade bist, in deinem Zuhause. Und du veränderst in deinen vier Wänden was. Also ich sehe, hier gibt es Aktion im Zuhause. Etwas wird verändert. Ja, aber emotional gesehen habe ich das Gefühl, dass du eher unruhig bist. Also hier ist so eine Rastlosigkeit wahrzunehmen. Und irgendwie fehlt hier so die Ruhe oder die Entspannung, habe ich das Gefühl. Irgendwas ist hier so unruhig. Wir schauen jetzt mal weiter. Und zwar im Beruflichen. Was haben wir hier beruflich? Das erste Haus, das Ankommen. Beruflich gesehen sehe ich, dass du hier wirklich weiterkommst. Du wirst einiges erreichen in diesem Monat. Vielleicht ist deswegen hier auch nicht wirklich Ruhe angesagt. Also das ist ein Monat, in dem du viel bewegen wirst. Mir fällt hier stark die Weltkugel auf. Du könntest mit dem Ausland zu tun haben, mit Menschen arbeiten, die im Ausland sind, Auslandskontakte oder im Ausland arbeiten. Du könntest aber auch einen Beruf machen, der mit Vernetzung zu tun hat, also zum Beispiel mit dem Internet. Vielleicht vernetzt du dich in diesem Monat sehr stark mit anderen Menschen oder du hast irgendwie mit dem Ausland oder mit Reisen zu tun. Das könnte aber auch etwas sein, dass du geschäftlich eine Reise machen wirst, dass du irgendwohin verreist geschäftlich. Das nehme ich hier auch für dich wahr. Aber generell sehe ich dich hier erfolgreich. Also beruflich gesehen sieht es gut aus. Du erreichst auch ein Ziel, du erreichst einen Erfolg, das sehe ich hier auch. Also da habe ich nichts zu meckern. Das sieht gut aus. Sehr viel Aktion, nur das sieht ein bisschen unruhig aus. Also vielleicht bräuchtest du mal eine Pause oder musst mal Wellness machen oder so, ich weiß es nicht. Es sieht für mich so sehr unruhig aus. Okay, vielleicht ist aber auch den Monat viel los und es wird viel von dir verlangt und das macht dir vielleicht Stress. Schauen wir weiter. Liebe für die Skorpione im März. Viertes Haus zu Hause. Ja, hier sind so viele Zuhause-Themen, irgendwas mit dem Zuhause. Mit der Liebe könnte es hier um das Heim gehen. Also vielleicht geht es stark um deine Familie, wenn du Familie hast, deine Kinder, deinen Mann, deine Frau, vielleicht aber auch deine Eltern. Also vielleicht, ne, bei Liebe geht es für mich auch immer darum, zwischenmenschlich gesehen, was hier los ist. Ne? Also ich sehe, dass die Familie irgendwie im Fokus ist. Familienthemen sind sehr stark im Fokus. Das Thema Kinder oder eben auch Familienmitglieder, vielleicht auch deine Eltern oder deine Geschwister. Also ich sehe, dass es hier viel so um das geht, was sich in den eigenen vier Wänden abspielt. Es könnte auch sehr gut sein, wenn du in einer Partnerschaft bist, dass es hier darum geht, zusammenzuziehen, also gemeinsam einen Ort zu finden, wo man leben möchte. Oder dass man etwas im Zuhause verändert. Das bekomme ich gerade noch rein. Es geht viel um das Zuhause, ja. Als Single, glaube ich, geht es mehr um die Familie einfach in diesem Monat, ja. Da geht es einfach mehr so um das, was sich zu Hause abspielt,
um Familienmitglieder, Familienthemen. Wenn du Kinder hast, dann die Kinder. Das ist so der Hauptfokus, den ich hier wahrnehme. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, dann wird es so um euer Zuhause gehen oder auch um eure Familiendynamik. Ja, Eltern kennenlernen zum Beispiel, wenn das ganz frisch ist. Oder Familien kennenlernen, Kinder kennenlernen, was auch immer, wie auch immer eure Familiensituation aussieht. Also es wird viel um die Familie und das Zuhause gehen, zwischenmenschlich gesehen. So, dann ziehe ich jetzt noch eine Göttin für dich. Schauen wir mal, welche Göttin begleitet dich hier in diesem Monat für die Skorpione. Heilung. Sehr interessant, gab es jetzt schon bei sehr vielen Sternzeichen, ja, also dass es hier darum geht, zu heilen, dass es darum geht, dass etwas geheilt wird, irgendetwas sich hier verbessert. Und das nehme ich auch für dich wahr. Ja, also du darfst etwas heilen. Ich glaube, das hat damit zu tun, mit diesem Mondthema. Es ist für mich hier so ein seelisches Thema. Ich bekomme gerade rein, bei manchen der Magen, vielleicht hast du irgendwie was mit dem Magen oder es geht darum, irgendwas mit dem Magen, das bekomme ich gerade noch rein, das wird aber nur für den kleinen Teil sein. Oder weiter unten, also so Richtung Sakralchakra, ne? Dieser Bereich oder so der Bauchbereich, also ich sehe, wie es so nach unten geht. Dass da irgendwie was, vielleicht auch Wurzelchakra, ja, also in diesem Bereich, es geht um Heilung, so, und die unteren Chakren, deine unteren Chakren sind wichtig. Wenn du dich damit nicht auskennst, google einfach mal, wo die liegen, und wenn du schon siehst, wo die Punkte auf dem Körper gekennzeichnet sind, weißt du schon, was ich meine, ja, welche Organe betroffen sind, welche Bereiche beim Körper betroffen sind, aber so, ich würde sagen, alles so ab Magengegend nach unten, ja, unter der Gürtellinie auch, ganz klar bekomme ich hier rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier manche damit zu tun haben, dass da etwas geheilt wird. Ja, das fühle ich hier auch noch ganz stark. Da könnte auch energetisch was sein, vielleicht ist da eine Blockade. Vielleicht ist da eine Blockade und ich habe wirklich das Gefühl, bei den meisten wird es das Sakrale und das Wurzelchakra sein. Da gibt es Blockaden bei euch. Da mal zu gucken, was da ist und das aufzulösen. Ja, da geht es um Heilung. Meine lieben Skorpione, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. Hallo, meine lieben Schützen. Wollen wir doch mal schauen, was auf euch zukommt im Monat März im Detail. So, schauen wir erstmal allgemein für die Schützen im März. Das 11. Haus, Community, also es wird sehr stark um das Thema Freundschaften gehen. Es könnte sehr gut sein, dass bestimmte Freundschaften, eine ganz bestimmte vielleicht oder vielleicht auch ein Freundeskreis, eine Gruppe, eine größere Rolle spielt in diesem Monat. Ja, also dass da vielleicht, dass es zu Änderungen kommt oder dass du generell mehr Zeit mit deinen Freunden verbringst. Es könnte auch sehr gut sein, dass du jemand Neues kennenlernst, den du in deinem Freundeskreis willkommen heißt. Es könnte aber auch sehr gut sein, dass du vielleicht in einer Gruppe unterwegs bist, was Gleichgesinnte betrifft. Zum Beispiel gehst du zu einem Seminar oder zu irgendeiner Veranstaltung und da sind Menschen, die vielleicht ein bestimmtes Interesse verbindet. Und du gehst da in Austausch mit diesen Menschen. Das muss nicht unbedingt sein, dass du dann auch mit denen verbunden bleibst. Das kann sehr gut der Fall sein, aber vielleicht ist das einfach nur eine Erfahrung für dich, im Kreise Gleichgesinnter zu sein, ja, und das reicht dann vielleicht auch schon. Aber das ist so die Erfahrungsebene, die ich hier wahrnehme, beziehungsweise es könnte auch sehr gut um Gruppen oder Vereine gehen. Vielleicht bist du in einer Gruppe oder in einem Verein unterwegs und ihr habt alle ein gemeinsames Ziel oder verfolgt gemeinsame Hobbys, Interessen. Dass das eine Sache ist, die hier stark im Fokus steht oder wo du neu mit reinkommst, ne? Irgendwas
sich verändert vielleicht diesbezüglich oder über die Arbeit, wenn du mit anderen zusammenarbeitest, dein Team, deine Kollegen. Vielleicht gibt es hier gemeinsam ein Treffen oder eine Veranstaltung oder vielleicht sind da bestimmte Personen, die eine ganz starke, große Rolle spielen. Du kommst in ein neues Team oder jemand Neues kommt in dein Team, ja? Das ist etwas, was ich hier wahrnehme für dich. Also es geht um Gemeinschaft, es geht um eine größere Ansammlung von Menschen. Das kann es sein, das muss es aber nicht. Ne? Ich denke, es ist mehr als nur eine Person, dass da mindestens 3, 4 sind auf jeden Fall. Und vielleicht auch bestimmte Personen, die du triffst. Das kann auch gut der Fall sein. Wollen wir mal schauen beruflich, was auf dich zukommt, lieber Schütze, im März. Das achte Haus, das Mysterium. Du wirst beruflich gesehen mit Dingen zu tun haben, wie zum Beispiel Forschung oder mit mysteriösen Dingen, okkulten Dingen, spirituellen Dingen. Das könnte etwas sein. Vielleicht bist du in diesem Bereich tätig oder das interessiert dich. Vielleicht machst du diesbezüglich eine Schulung. Aber das achte Haus ist auch alles, was irgendwie verborgen ist, also wo es um Forschung geht. Es könnte auch sein, dass du ganz was anderes beruflich machst, was überhaupt nicht damit zu tun hat. Aber es gibt vielleicht ein ganz bestimmtes Thema oder ein bestimmter Bereich, ein Projekt, wo es dann darum geht, darüber zu forschen, also sich zu informieren, in die Tiefe zu gehen, Dinge diesbezüglich aufzudecken, ja, genauer hinzuschauen. Das sind solche Sachen, die mir kommen. Also das können zum Beispiel auch, also achtes Haus, das ist für mich auch so, das sind Forscher, ja, egal wo, in welchem Bereich, alle Menschen, die irgendwie in die Tiefe gehen, in der Tiefe forschen, das sind Journalisten, ja, die Dinge aufdecken, ja, wo es auch um Tabus geht. Es könnte auch sehr gut sein, dass sich etwas aufdeckt in Bezug auf den Beruf, dass es vielleicht um Geheimnisse geht, die aufgedeckt werden oder Dinge, die noch im Verborgenen sind. Genauso gut kann es sein, dass sich hier etwas transformiert. Das achte Haus ist auch das Haus des Todes, also dass hier irgendetwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Also vielleicht geht es darum, etwas loszulassen, aber generell kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht auch ein Teil von Menschen ist, die tatsächlich mit irgendwelchen Mysterien zu tun haben, mit okkulten Dingen, spirituellen Themen oder vielleicht auch Krisen, ja, also wo es darum geht, Menschen in Krisen zu helfen, das ist auch passend zum achten Haus, ne? Oder wo es darum geht, Dinge aufzudecken. Und wenn du mit all diesen Dingen nichts zu tun hast, habe ich das Gefühl, dass es darum gehen wird, in diesem Monat vielleicht irgendwelche Dinge aufzudecken oder dass es um etwas geht, was verborgen ist oder dass sich etwas transformiert und verändert, ja. Vielleicht geht es darum, loszulassen. So, dann wollen wir doch mal schauen in der Liebe, partnerschaftlich, beziehungsmäßig, zwischenmenschlich. Wir haben hier das 10. Haus. Ich glaube tatsächlich, es könnte sehr gut sein, dass hier trotzdem dass der Beruf eher im Fokus ist für dich im Monat März. Nicht unbedingt das Thema Beziehungen. Aber was hier sehr gut der Fall sein kann, dass du über den Beruf jemanden kennenlernst, zwischenmenschlich gesehen. Das kann auch eine Freundschaft sein. Das kann aber auch dein zukünftiger Partner sein. Also wenn du Single bist, könnte das hier jemand sein, den du über den Beruf kennenlernst, der sehr interessant ist. Wie auch immer diese Beziehung sich entwickelt, ob das eine reine Freundschaft ist oder ob hier mehr daraus wird. Aber hier nehme ich wahr, dass der Beruf sehr stark mit dem Zwischenmenschlichen verbunden ist. Deswegen glaube ich, dass du in diesem Monat sehr stark Menschen kennenlernen wirst über den Beruf. Ja, das wird so das Feld sein, was mehr im Fokus steht. Und darüber kommen Menschen in dein Feld. Es könnte aber auch sehr gut sein, dass du jemanden kennenlernst, der in einer leitenden Position ist. Ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, Chef, Chefin, was auch immer. Jemand, der irgendwo die Leitung hat. Jemand, der selbstständig ist, das passt hier auch sehr gut rein. Jemand, der eine gewisse Autorität verkörpert.
Das wäre auch eine starke Möglichkeit. Oder du lernst jemanden über den Beruf kennen. Es könnte aber auch sein, dass du mit deinem Partner oder mit jemandem hier zwischenmenschlich gemeinsam ein Business aufbaust. Also, dass ihr gemeinsam hier etwas starten wollt, beruflich gesehen. Also, der Beruf hängt mit dem Zwischenmenschlichen in diesem Monat sehr stark zusammen. So, dann hätte ich jetzt gerne noch eine Karte für dich gezogen, lieber Schütze, für den Monat März. Eine neue romantische Phase, das sieht doch gut aus. Also Beziehungen werden sehr wichtig sein, die Liebe wird wichtig sein und zwischenmenschlich wird ja auch einiges wichtig sein. Also ich glaube wirklich, dass hier neue Menschen in dein Feld kommen. Ich sehe dich im März irgendwie sozialer, mehr im Austausch mit anderen Menschen. Du lernst Menschen kennen. Das ist aber hier noch sehr offen, in welche Richtung das geht. Wir haben hier zwar eine neue romantische Phase. Also ja, für die Singles wäre das eben ein sehr gutes Zeichen dafür, dass eine neue Beziehung geschlossen wird. Aber bei der Waage-Energie geht es um alle Beziehungen. Also das heißt, es kann auch eine neue Geschäftspartnerschaft sein. Es kann eine neue Freundschaft sein, weil hier einfach sehr viele Faktoren auch für dieses Thema sprechen. Ne? Weil hier sehe ich so das Thema Freundschaften und hier sehe ich das Thema Beruf. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch Geschäftspartnerschaften und Freundschaften sind. Kontakte, die irgendwie interessant und wichtig sind. Ne? Neue Menschen, die du kennenlernst, neue Beziehungen, die du aufbaust. Also sieht sehr interessant aus. Oder eben über diese Felder eine Beziehung, die sich ergibt. Es könnte auch genauso gut sein, dass du jemanden kennenlernst, wo erstmal noch nicht abzusehen ist, in welche Richtung sich diese Beziehung entwickelt. Ist das rein geschäftlich? Wird daraus mehr? Wird daraus eine Freundschaft? Wird daraus eine romantische Beziehung, eine Liebesbeziehung, was auch immer? Aber du lernst neue Menschen kennen. Also das sieht sehr gut aus. Lieber Schütze, vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, hallo lieber Steinbock, wollen wir mal für dich schauen, was dich im Monat März erwartet? So, lieber Steinbock, was haben wir hier für dich? Im Monat März allgemein, was haben wir hier? Das fünfte Haus, die Passion, sehr schön. Du wirst in diesem Monat, Leidenschaft wird eine große Rolle spielen. Also ich glaube, dass du hier sehr leidenschaftlich für ein Projekt brennst. Das kann ein kreatives Projekt sein, es kann ein Hobby sein, es kann irgendetwas sein, was dich wirklich mit Leidenschaft erfüllt. Das könnte genauso gut eine Sportart sein, ja, oder irgendwas, was du in der Freizeit machst. Das kann aber auch beruflich gesehen etwas sein, was dich mit Leidenschaft erfüllt. Also hier gibt es irgendetwas, wofür du brennst und wo du wirklich sagst, oh, das will ich unbedingt. Und das ist echt ein tolles Gefühl, wenn man das hat. Manchmal hat man so ein fades Gefühl von Gleichgültigkeit. Und dann macht man einfach Dinge und das ist irgendwie okay. Aber sobald man Leidenschaft für etwas empfindet, ja, und für etwas brennt, dann ist das so erfüllt und man tut so viel dafür und man vergisst manchmal die anderen Sachen, die noch da sind. Wenn man zum Beispiel total darin aufgeht, ein Bild zu malen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, was ich meine. Wenn man auf einmal so mit so einer Leidenschaft so gepackt ist von etwas oder eine Geschichte schreibt und man ist so Feuer und Flamme für diese Geschichte oder für dieses Bild, was man im Geiste hat, ja, und was man dann umsetzen will. Also ihr merkt schon, ich bin selber sehr kreativ, deswegen weiß ich, wovon ich spreche, aber das hat man halt nicht immer, ne? Diese Passion oder diese Leidenschaft. Manchmal macht man einfach irgendwas so aus Zeitvertreib oder weil man gerade so eine Idee hat oder weiß ich nicht was, aber wenn einen wirklich etwas packt und wir sind Feuer und Flamme dafür, das ist so ein tolles Gefühl und das sehe ich hier für dich. Und das muss nicht etwas Kreatives sein, es kann auch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass du auf einmal so begeistert bist von einem Reiseland und du hast so Lust dahin und du planst das mit Leidenschaft. Oder du möchtest anfangen, eine Sportart auszuüben, zum Beispiel Boxen oder, keine Ahnung, Yoga. Ja, und du hast auf einmal so eine Passion und du fängst an, ja, im Yoga verschiedene Asanas auszuprobieren oder beim Boxen verschiedene Techniken zu erlernen oder was auch immer.
du machst das mit Passion und das finde ich schön. Es kann aber auch zwischenmenschlich etwas sein, ne? Vielleicht bist du verliebt und das ist deine Passion. Jemand weckt leidenschaftliche Gefühle in dir. Aber das finde ich sehr, sehr schön, weil im März kommt Leidenschaft. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn sie einen nicht nur leiden lässt. Aber hier sehe ich das positive Leidenschaft, ne? Jetzt schauen wir mal weiter. Und zwar, was haben wir hier? Was haben wir hier für den Beruf, beruflich gesehen, für die Steinböcke? Super, hier haben wir gleich zwei. Wir haben hier Partnership und wir haben die Jungfrau. So, hier kommen jetzt mehrere Sachen durch. Eine Sache mit der Jungfrau, habe ich das Gefühl, es wird darum gehen, dass du beruflich gesehen strukturierst. Also es geht darum, aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, gewisse Routinen oder Rituale in Bezug auf den Arbeitsalltag einzubauen oder umzuplanen. Es könnte um Planung gehen, was die Arbeitszeiten betrifft oder was vielleicht auch gewisse Arbeitsweisen betrifft, dass da irgendwie der Fokus drauf ist oder was geändert wird. Das nehme ich wahr, es geht so ein bisschen mehr um Ordnung, um Struktur. Also da wird etwas verbessert in der Arbeitsweise oder beim Arbeitsplatz oder das einfach deine Tätigkeiten, das, was du da tust. Mit der Jungfrau kann es aber auch sehr gut sein, das ist hier für einen kleinen Teil, dass du im gesundheitlichen Bereich tätig bist. Das kann also breit gefächert sein gesundheitlich. Das kann mit Ernährung zusammenhängen, das kann mit Pflege zusammenhängen, das kann mit Ärzten, Krankenschwestern und so weiter zusammenhängen, das kann mit Ernährung zusammenhängen, also dass du mit Lebensmitteln zu tun hast. Vielleicht arbeitest du in einem Restaurant oder du arbeitest in einem Lebensmittelgeschäft, hast irgendwie vielleicht damit zu tun oder du bist im heilerischen Bereich tätig, ne? Also auch so Naturheilpraktiker zum Beispiel oder Ärzte und so weiter und so fort. Also alles, was irgendwie so, sage ich mal, was verbessert. Du könntest aber auch tätig sein in einem Bereich, wo es um Qualität geht. Zum Beispiel Qualitätsmanagement, Dinge ordnen, strukturieren, wo es darum geht, Verläufe, Arbeitsverläufe so einfach wie möglich zu machen. Ja, also Qualität, Qualitätsmanagement kriege ich hier auch noch stark rein. Oder wo es darum geht, sage ich mal, Dinge auszusortieren, in dem Sinne, dass man Schlechtes von Gutem trennt, Brauchbares von Unbrauchbarem. Also es geht irgendwie um Verbesserungen in Arbeitsstrukturen. Hier haben wir jetzt noch die Partnerschaft. Also ich glaube, dass es hier um eine berufliche Partnerschaft geht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, dass du mit jemandem hier zusammenarbeitest. Wenn du selbstständig bist, könntest du hier jemanden mit ins Boot holen. Es könnte hier ein Angestellter sein. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du, wenn es hier Partnerschaft in dem Sinne, dass du ein Projekt mit jemandem startest. Du bist vielleicht beruflich irgendwo tätig und du holst dir jemanden aus dem Team mit ins Boot oder der Chef sagt, Chefin sagt, so ihr beiden werdet jetzt daran arbeiten. Ja, also, dass du mit jemandem gemeinsam an etwas arbeitest. Ne? Also Partnerschaften, berufliche Partnerschaften sehe ich hier. Was habe ich hier noch? Partnerschaften. Es könnte aber auch sein, dass jemand Neues ins Team kommt, mit dem man zusammenarbeitet. Das ist auch nochmal eine Sache, die ich hier wahrnehme. Jetzt wollen wir mal weiterschauen. Und zwar gehen wir jetzt auf die Liebe ein, was sich hier partnerschaftlich, beziehungstechnisch, zwischenmenschlich in deinem Liebesleben oder in deinem zwischenmenschlichen Leben so zeigen wird. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Bitte eine Karte, höchstens zwei oder drei, aber nicht mehr. Für die Steinböcke. Okay, das war eine Karte. Das sieht doch gut aus. Wir haben das Trigon und das Sextil. Also hier geht es um Harmonie, Symbiose. Hier geht es um harmonische Zustände. Also ich sehe, dass dein zwischenmenschliches Leben in diesem Monat harmonisch sein wird. Das heißt, hier gibt es keinen Streit, hier gibt es keine Auseinandersetzungen, die Dinge laufen harmonisch ab, man ist sich einig. Mit Freunden, Freundschaften sehe ich hier, dass man eine gute Zeit zusammen hat. Ne? Auch da ist alles harmonisch. Auch ich habe auch das Gefühl, dass generell zwischenmenschlich, also alle deine Beziehungen laufen in diesem Monat sehr harmonisch.
und angenehm. Also auch in der Partnerschaft sehe ich, dass du hier eine gute Zeit hast, dass du dich mit Menschen verbindest, wo es einfach angenehm ist. Auch wenn du Single bist und hier jemanden kennenlernst, dann sehe ich, das ist angenehm, das ist harmonisch. Also hier, es ist sehr angenehm. Also die Menschen, mit denen du dich hier triffst, ist es angenehm. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, wenn du jetzt Single bist, dass du hier jemanden kennenlernst und dann automatisch geht es in eine Beziehung über und alles ist wunderbar. Das kann es bedeuten, aber es kann auch einfach nur sein, dass du auf Dates gehst, die echt angenehm sind und darüber hinaus vielleicht auch nichts. Also vielleicht einfach nur schön harmonisch sind. Man hat ein nettes Gespräch, man hat ein nettes Treffen, aber vielleicht war es das auch schon. Weil hier spüre ich nicht unbedingt so ein Knistern oder so ein Funken, sondern ich spüre einfach, hey, das ist harmonisch und angenehm. Für die Beziehung, wenn du schon in einer Beziehung bist, ist das super, ne? Dann läuft es hier schön weiter. Es gibt keinen Streit, keine Auseinandersetzung, sondern es läuft einfach. Ne, und auch für dich als Single, zwischenmenschlich gesehen, alle deine Beziehungen laufen hier sehr harmonisch ab und sehr angenehm. Also da sehe ich keine Störungen oder sowas in diese Richtung. So, wollen wir doch mal schauen, welche Göttin dich in diesem Monat begleitet für meine Steinböcke. Welche Göttin begleitet meine Steinböcke? Das ist die Offenbarung. Etwas wird dir offenbart werden, etwas wird offengelegt werden, du wirst etwas erkennen. Ich sehe aber auch Leichtigkeit. Irgendetwas wird leichter, du kannst etwas loslassen. Und mit der Offenbarung habe ich das Gefühl, dir wird etwas deutlich gezeigt. Also du siehst etwas ganz klar und deutlich und du erkennst etwas im positiven Sinne. Ja, das ist eine Offenbarung, eine Offenlegung, die Wahrheit. Also generell habe ich das Gefühl, meine lieben Steinböcke, dass ihr einen recht guten Monat habt. Also es sieht sehr gut aus, es sieht harmonisch aus, es sieht angenehm aus. Ich sehe hier keine irgendwelche schwierigen Prozesse oder irgendetwas, was in einer Form herausfordernd ist, sondern im Gegenteil, es sieht hier sehr harmonisch aus. Es läuft irgendwie, der Monat ist angenehm, ja, und der ist auch irgendwie so... Da wird etwas deutlich, habe ich das Gefühl. Man erkennt jetzt etwas und ich glaube, das hat hier mit der Passion zu tun, dass man vielleicht auch erkennt, was man gerne machen möchte oder welcher Sache oder welcher Person man hier seine Zeit widmen und seine Energie widmen möchte. Ja, das ist wie so eine Offenbarung, dass man gleich erkennt, ja natürlich, so werde ich das jetzt machen. Ja, so fühlt sich das an. Meine lieben Steinböcke, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, meine lieben Wassermänner, wollen wir mal schauen, was euch so erwartet im Monat März. Einmal allgemein, was haben wir hier für die Wassermänner im Monat März? Der Deszendent, die Einladung, hier geht es um Partnerschaften. Hier geht es um alle möglichen Partnerschaften, die es geben kann. Das heißt, es geht um Geschäftspartnerschaften, es geht um Beziehungen, ja, also um feste Partnerschaften, Beziehungen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du in einer Beziehung bist oder dabei bist, in eine feste Beziehung überzugehen mit jemandem, dass das etwas sein wird, was dich in diesem Monat beschäftigt. Ne? Vielleicht hast du bisher jemanden gedatet und jetzt seid ihr fest zusammen oder du hast schon einen Partner. Also ich sehe, dass dann diese Partnerschaft, diese Beziehung eine große Rolle spielen wird in diesem Monat. Vielleicht gibt es irgendwas Besonderes in diesem Monat. Jemand hat Geburtstag oder ihr habt Jubiläum oder irgendetwas anderes. Ihr plant vielleicht etwas gemeinsam oder irgendwas wird offiziell. Es gibt vielleicht einen wichtigen nächsten Schritt, der etwas ernster macht, ja, wie ein Zusammenziehen oder einfach sich zu entscheiden, zusammenzuziehen, auf eine Reise zu gehen, was auch immer das ist. Ich nehme wahr, dass deine Partnerschaft oder eine entstehende Partnerschaft hier eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, also das Thema Beziehungen wird hier ganz stark im Fokus sein. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es hier um eine Geschäftspartnerschaft geht, also gemeinsam mit jemandem ein Business aufzubauen, ein Projekt zu starten, ja, irgendwie sowas in diese Richtung. Schauen wir weiter, beruflich gesehen, was erwartet dich im Beruf? Für die Wassermänner im Beruf, für die Wassermänner.
Wir haben hier das erste Haus. Beruflich gesehen wirst du ganz schön viel erreichen. Also es geht darum, was du möchtest. Es geht darum, welche Ziele du hast beruflich gesehen. Es geht um dich. Es könnte sehr gut sein, dass es sich vielleicht auch stark um dich drehen wird in diesem Monat im beruflichen Kontext. Vielleicht bekommst du einen bestimmten Erfolg, eine Auszeichnung oder es wird besonders auf dich geachtet. Du bist irgendwie präsent, nehme ich das Ganze so wahr. Also du bist beruflich gesehen irgendwie in einer besonderen Position oder hast irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, du ziehst in diesem Monat irgendwie Aufmerksamkeit auf dich. Es geht aber auch generell darum, was du erreichen möchtest. Es könnte auch darum gehen, dass du mit Sachen zu tun hast, wo du dich mit anderen vernetzt, wo du internationale Kontakte hast oder wo irgendetwas international ist oder du arbeitest vom Ausland aus und so weiter und so fort. Das ist noch eine kleine Nachricht hier. Das wird aber nur für ganz wenige der Fall sein. Ich glaube nicht, dass das hier für viele zutrifft. Das habe ich jetzt noch reinbekommen. Aber ansonsten sehe ich dich erfolgreich. Ich sehe, dass du Dinge erreichst. Ich sehe, du bist irgendwie präsent und du bist im Fokus. Also du stichst irgendwie heraus. Das nehme ich wahr. Du stichst diesen Monat heraus. Du wirst diesen Monat vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bekommen als sonst im beruflichen Kontext. Das ist gut. Das sieht gut aus. Dann wollen wir mal schauen. Liebe, Beziehungen, Zwischenmenschliches. Was haben wir hier? Ja, genauso wie bei den Steinböcken, es ist harmonisch. Also hier habe ich gar nichts zu meckern. Deine zwischenmenschlichen Beziehungen, deine Partnerschaften, die sehen hier gut aus. Da ist alles harmonisch, es ist angenehm. Ich habe auch das Gefühl, dass man sich hier einig ist. Auch deine Freundschaften, dein Partner oder Nichtpartner, potenzielle Partner, egal was hier los ist, egal in welcher Situation du bist, deine zwischenmenschlichen Beziehungen sehen gut aus. Ja, du kannst auch gerne nochmal bei den Steinböcken gucken. Da habe ich auch nochmal im Detail darüber gesprochen. Genau die gleiche Karte wie bei den Steinböcken, an der gleichen Position. Also es läuft hier sehr harmonisch ab, es läuft angenehm ab. Und ich sehe hier auch Harmonie und Einigkeit. Ja, also da sehe ich jetzt nichts Negatives. Wollen wir doch mal schauen, welche Göttin dich begleitet in diesem Monat. Welche Göttin begleitet meine Wassermänner im Monat März? Die Meisterschaft, ja sehr gut, genau das fühle ich auch hier für dich. Das mit dem Beruf, ja, also du bist irgendwie, ich habe das Gefühl, du könntest vielleicht sogar eine Beförderung bekommen oder eine besondere Aufgabe, eine bessere Position vielleicht auch. Also ich habe das Gefühl, dass etwas über den Beruf gemeistert wird. Irgendetwas sieht hier sehr positiv aus. Das ist für dich ein Erfolg. Ja, da sagst du, oh, super gemacht, wunderbar. Vielleicht auch sowas wie eine Belohnung, die du bekommst, ob die finanzieller Natur ist oder durch bestimmte Freiheiten, die du bekommst oder bestimmte Konditionen, die du bekommst. Also es fühlt sich für mich so an, als ob du hier so eine Meisterleistung hinlegst. Einige von euch könnten tatsächlich sowas wie eine Ausbildung machen und dann gibt es hier vielleicht eine besondere Auszeichnung dafür oder einen besonderen Titel, ja, einen besonderen Grad, den du dadurch erlangst, aber das sieht super aus. Also hier habe ich überhaupt nichts zu meckern. Meine lieben Wassermänner, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Sternzeichen. So, meine lieben Fische, wollen wir doch mal schauen, was euch so erwartet im Monat März. Erst einmal allgemein. Was haben wir hier für die Fische allgemein? Das zwölfte Haus. Ja, das zwölfte Haus, das ist das Haus der Innenschau. Also es könnte sehr, sehr gut der Fall sein, dass du vielleicht dich in diesem Monat mehr zurückziehst. Dass du vielleicht dich stark mit dir selber beschäftigst. Ich krieg gerade rein, das könnte ein Seminar sein zur Spiritualität. Das könnte ein Besuch im Kloster sein oder vielleicht irgendwo an einem ruhigen Ort. Sowas wie ein Retreat oder eine Kur oder sowas. Also ich sehe, dass du dich irgendwie zurückziehst. Es könnte auch sein, dass du einfach nur mehr zu Hause bist oder dass du dich mehr zurückziehst von deinen sozialen Kontakten, von anderen Menschen. Du bist in irgendeiner Form mehr mit dir selbst beschäftigt und mit deinem Innern, also auch mit deiner Seele, mit deinem Unterbewusstsein.
Mir fallen hier die Chakren sehr stark auf. Also das könnte etwas sein, womit du dich auseinandersetzen wirst, womit du dich beschäftigen wirst. Vielleicht hier mit diesen Chakren zu arbeiten. Vielleicht machst du auch was Bestimmtes im spirituellen Bereich. Und das 12. Haus kann eben auch anzeigen, dass du dich mit spirituellen Themen auseinandersetzt. Also alles, wo du irgendwie mit dir selbst bist. Das kann auch sein, dass du sehr viel meditierst in diesem Monat, ne? Oder mit Meditation beginnst. Ja, das könnte auch etwas sein. Übrigens, schau mal unter dem Video, da kannst du dir ein kostenloses Meditationsalbum sichern. Das nochmal für dich als Hinweis. Also hier habe ich das Gefühl, dass es darum geht, dass du generell irgendwie ruhiger bist und einfach mehr mit deinem Inneren in Verbindung bist. Ob es durch die Spiritualität ist oder ob es einfach irgendwie, das kann auch genauso gut sein, dass du vielleicht dich in diesem Monat mehr zurückziehst und Bücher liest, irgendwelche Filme schaust, malst, meditierst. Also du bist nicht so aktiv im sozialen Leben beteiligt in diesem Monat, sondern du bist mehr mit dir selbst beschäftigt und mit deinem Innern. Vielleicht hast du hier auch ganz tolle spirituelle Erfahrungen oder in der Meditation oder bestimmte Träume oder so, die kommen. Eingebungen, Visionen, ja, sowas in diese Richtung. So, schauen wir mal, was euch beruflich gesehen erwartet. So, ja, Heilung. Also scheinbar ist es eher ein Monat der Heilung, ja. Es ist eher so ein stiller Monat, ein ruhiger Monat, ein heilsamer Monat. Es könnte sein, dass du hier vielleicht auch Zeit für deine Heilung brauchst oder dass du im heilerischen Bereich tätig bist. Medizinisch, heilerisch, irgendwas, wo du etwas besser machst für Menschen, wo du Menschen hilfst, ja, wo du ihnen, egal auf welcher Ebene, ob geistig, körperlich oder emotional, irgendwie hilfst, zu heilen. Oder du beschäftigst dich sehr stark mit der Heilung und der Fokus ist gerade nicht so stark auf dem Beruflichen. Vielleicht ist das mehr so ein Monat, wo man mehr mit sich beschäftigt ist und nicht so viel arbeitet. Also das nehme ich hier sehr fischig wahr. Ja, das passt gut. Das 12. Haus, die Fische-Energie, das passt alles hier sehr, sehr gut rein. Und ihr habt ja jetzt entweder schon im Februar Geburtstag gehabt oder werdet jetzt im März Geburtstag haben. Also ich glaube, es geht auch um so eine Neuausrichtung für euren Lebensweg. Ja, wo steht ihr jetzt gerade? Übrigens empfehle ich auch ein schriftliches Jahreshoroskop, da mal zu gucken. Das ist auch ein guter Leitfaden. Könnt ihr auch mal unter dem Video schauen. Vielleicht ist da was dabei. Oder ihr bucht einen persönlichen Termin mit mir, das geht auch, ne? Dass man vielleicht so einen Überblick hat, wie wird denn so das neue Lebensjahr. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier noch zwischenmenschlich in der Liebe haben. Die Liebe, was haben wir hier für die Fische? Neptun, mein Gott, ist das hier, das ist so eine richtige Fische-Energie. Wir haben das 12. Haus, was zu den Fischen passt. Wir haben Neptun, das ist der neue Herrscher der Fische. Und wir haben Chiron, hier geht es um Heilung, das passt auch total zur Fische-Energie. Also, zwischenmenschlich oder in der Liebe habe ich das Gefühl, dass es hier um Sehnsüchte geht. Also vielleicht hast du hier Sehnsucht nach jemandem, vielleicht hast du auch Sehnsucht nach Freundschaften, du hast Sehnsucht nach Verbindung, nach Liebe, nach Partnerschaft. Das kann generell etwas sein. Es kann aber auch sein, dass du hier Sehnsucht nach einem ganz bestimmten Menschen hast. Ja, du sehnst dich danach, du hast Tagträume von der Person. Ja, du schmachtest hier so ein bisschen, bist verliebt. Vielleicht ist das auch noch ein Geheimnis, vielleicht weiß die Person das noch gar nicht. Also hier sehe ich, du bist so ein bisschen träumerisch unterwegs. Ich glaube auch, dass du in diesem Monat sehr viel träumen wirst von der Liebe. Also so Tagträumen nachgehen wirst oder vielleicht tatsächlich davon träumst. Ja, immer mal wieder so ein bisschen abdriftest. Das nehme ich hier sehr stark wahr. Ich glaube, du hast hier Sehnsucht nach jemandem oder nach einem generellen nach jemandem oder eine bestimmte Person, wo du dir vielleicht eine Zukunft mit dieser Person wünscht. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du in einer Partnerschaft bist
und du erträumst dir hier die gemeinsame Partnerschaft. Wie geht's weiter? Ja, vielleicht träumst du davon, dass ihr gemeinsam heiratet oder zusammenzieht, Kinder bekommt. Also je nachdem, wo ihr beide steht, wie alt ihr seid, an welchem Lebensabschnitt ihr seid, ne? Vielleicht ist es aber auch was anderes. Ja, vielleicht träumst du generell von deinem Partner und ihr seid gerade aus irgendeinem Grund nicht zusammen, weil ihr vielleicht eine Fernbeziehung führt, weil jeder irgendwo anders lebt oder man sich nicht so oft sehen kann, warum auch immer. Also hier nehme ich sowas Sehnsüchte wahr. Und Sehnsüchte haben ja auch immer einen Grund. Also die Sehnsucht nach etwas heißt, ich sehne mich nach einem Zustand, in dem ich gerade nicht bin. Und dann träume ich davon, dann denke ich darüber nach. Das kann schön sein, das kann aber auch zu Leiden führen, ne? Je nachdem, wie die Sehnsucht ist. Ist es eine positive Sehnsucht, ist es schon eine, die schon ein Übermaß nimmt. Das ist genauso wie mit Leidenschaft. Leidenschaft kann positiv gelebt werden, aber auch negativ. Und so ist es auch mit Sehnsüchten. Und das nehme ich hier wahr. Das ist natürlich schön und romantisch und verträumt, aber es kann eben auch ein bisschen zu viel sein. So, dann wollen wir doch mal schauen. Eine zusätzliche Botschaft für die Fische im Monat März. Das ging flott, das Ziel ist fast erreicht, du bist fast da. Du bist fast bei deiner Heilung, du bist fast da, dass sich etwas verbessert. Du hast hier Sehnsucht nach etwas, du hast einen Traum von etwas und du bist fast da. Also ich glaube auch, dass du eine Vision verfolgst und das Universum will dir sagen, hey, es ist okay, du bist fast da. Also es ist fast Realität, du bist fast an deinem Ziel. Ja, also das ist ein sehr, sehr guter Das ist eine sehr gute Karte, das ist ein sehr guter Hinweis, gerade weil diese Karten eher so nicht greifbar sind. Ja, die sind irgendwie eher im Innen, in der Gefühlswelt. Das ist für mich nicht greifbar genug, außer das hier. Ja, Chiron ist schon greifbarer, aber diese beiden Energien eben nicht. Die sind eher so in der emotionalen Ebene und Emotionen sind ja etwas, was du nicht greifen kannst. Und das ist ja auch etwas, was du nicht in dem Sinne manifestiert hast, sondern es ist etwas, was du fühlst. Es ist eine Emotion, es ist in dir. Und so fühle ich das auch. Aber ich kann dir sagen, dass das, was du fühlst oder das, wonach du dich sehnst, die Vision, die du hast, dass du da fast da bist, also dass das Realität wird, was auch immer das ist bei jedem unterschiedlich. Hast du die Vision von Heilung? Hast du die Vision von bestimmten Menschen, von einem bestimmten Lebensstil? Wonach sehnst du dich hier? Was sind deine Sehnsüchte? Und da kann ich dir sagen, da hast du dein Ziel fast erreicht. Da bist du fast da. Meine lieben Fische, das war's auch schon. Das waren alle Legungen für die Sternzeichen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen findet ihr unter dem Video. Sie sind alle verlinkt, ob persönliche Beratungen oder schriftliche Horoskope, persönliche Termine, alles findest du dort. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.